Hallo meine Freunde, mein Name ist Thomas Geddon und willkommen zu dem letzten Video auf diesem Kanal, wo man kommentiertes Gameplay von mir sehen wird. Oh, also, ich weiß nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Diesen Satz habe ich dieses Jahr öfter mal in Videos gebracht, vor allem in Videos, die ein bisschen nachdenklicher im Endeffekt wurden. Ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Video gehen wird. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich dieses Video gestalten werde. Ich habe mir zwar ein paar Notizen gemacht, weil ich sonst überhaupt nicht, glaube ich, spontan wüsste, teilweise, was in diesem Jahr passiert ist. Wegen, ich muss halt immer so ein bisschen recherchieren, beziehungsweise so ein bisschen nachdenken, was in diesem Jahr überhaupt passiert ist. Und mir ist heute erstmal aufgefallen, wie unglaublich lang so ein Jahr überhaupt ist. Also, wenn ich so ein bisschen Revue passieren lasse, was in diesem Jahr alles passiert ist, das ist übelst heftig. Teilweise habe ich so Ereignisse in diesem Jahr im Kopf gehabt, wo ich mir dachte, okay, das ist doch safe schon irgendwie viel länger her. Aber nein, das war alles noch in diesem Jahr. Ich werde jetzt auf jeden Fall schon einige Kommentare sehen, die sagen, hä? Vor einem Monat kam doch ein Video, wo stand, du hörst auf mit YouTube, was soll das hier? Hatte ich heute schon auf Twitter. Mich haben so ein, zwei Personen gefragt, hä, du machst wieder Videos? Und da sieht man auch schon wieder, dass viele Videos, die dann im Endeffekt rauskommen, entweder nicht komplett schauen oder sich nur den Titel anschauen. Was auch so ein Störfaktor auf YouTube ist, dass sehr viele generell nicht zuhören oder auch das hören, was sie hören wollen. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, es gibt auch wieder relativ viele in diesem Video, die in den ersten 20 Minuten kommentieren werden, oh mein Gott, das war so ein unglaublich gutes Video. Dabei haben die das komplette Video noch nicht mal geschaut und schreiben dann schon so einen halben Text hin. Aber das ist diese Internetkultur, die immer wieder und für immer hier herrschen wird und man dann nichts daran ändern werden kann. Boah, das war unkorrektes Deutsch. Aber pardon, ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr vor dem Mikrofon gesprochen und dabei ein Spiel gespielt. So, fangen wir an. Ich werde euch ein bisschen über mein Jahr erzählen und auch über andere generelle Dinge. Ich bin halt echt gespannt, ob ich es schaffen werde, das Video so zu strukturieren, dass man es einigermaßen verstehen kann. Aber ich denke schon, das habe ich in den letzten beiden Videos relativ gut hinbekommen, denke ich mal, wurde mir auch so zurückgemeldet. Und deswegen fangen wir einfach mal an, wie das Jahr begann. Ja, das war ein minimaler Reim. Also Kollege könnte eventuell stolz auf mich sein. Wenn man Reime sucht, war das einigermaßen in Ordnung. So, fangen wir an. Ich weiß noch ganz genau, wie das Jahr begann. Wir fangen erstmal mit Silvester 2017 an, also vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017. Wir haben letztes Jahr bei einem Kollegen gefeiert. Ich habe das, glaube ich, nicht auf YouTube erzählt, aber ich habe, glaube ich, irgendwas auf Twitter gepostet gehabt am nächsten Tag, weil was Lustiges passiert ist. Und zwar begann das Ganze so, wir sind halt rausgegangen zum Böllern, zum Raketenschießen und was weiß ich noch. Das Lustige ist halt, einen Tag davor habe ich mich mit einem Kollegen drüber lustig gemacht, wie behindert man sein muss, weil wir über seinen Vater halt geredet haben. Das war natürlich nicht böse gemeint oder so, ne? Aber wie dummdämlich man sein muss oder gewesen sein musste, dass man sich gegenseitig mit Böllern bewirft, ne? Das konnten wir halt gar nicht verstehen, weil das im Endeffekt übelst gefährlich ist. Und in der Silvesternacht haben wir das selber einfach gemacht. Wir haben uns so in zwei Parteien so gesehen aufgestellt und uns gegenseitig wie die größten Affen so mit China-Böllern und sowas beworfen. Ich muss sagen, das war sau lustig. Das werden wir heute wahrscheinlich wieder machen. Also so gefährlich war das jetzt auch nicht, wenn man einigermaßen aufpasst. Aber das war schon sau lustig, muss man zugeben. Und man muss doch einigermaßen aufpassen. Meine Jacke hat letztes Jahr angefangen zu brennen. Wir mussten die ausklopfen, weil das hätte sonst nicht gut geendet. Naja, auf jeden Fall nach der Feier war ich auch schon, das war relativ früh schon, also früh in Anführungszeichen. Das war so gegen 3, 3:30 morgens, weil wir sowieso schon alle fast am Einpennen waren. Generell dachte ich so, okay, ich habe jetzt keinen Bock hier zu pennen. Ich wohne sowieso in der Nähe, circa 5 bis 10 Minuten Fußmarsch, kann ich jetzt eigentlich auch nach Hause gehen. Hab mich von den Jungs verabschiedet, hab mir halt meine Kopfhörer reingesteckt und angefangen Musik zu hören. Ich weiß auch noch ganz genau, dass das von Kollega Kaiser Aura war. Das war ja so die Zeit, wo Imperator von Kolle rauskam und ich das Album Tod gehört habe. Hab mir ein Stück Pizza in den Mund geworfen und bin eigentlich auch schon nach Hause gegangen.
Ich kann mich noch ganz genau an diesen Moment erinnern, weil das so ein epischer Moment war, weil mein Kumpel auf so einer, was heißt Erhöhung wohnt, das ist so ein Berg so gesehen, weil ich halt runterlaufen muss zu mir so gesehen. Dann bin ich halt so runtergelaufen, konnte so minimal die Skyline unserer Stadt sehen. Ich will es gerade nicht Skyline nennen, aber sagen wir so, wo man so die verschiedenen Lichter und Raketen noch so ein bisschen gesehen hat und ein bisschen noch die Böllern so um mich herum gehört habe. Und ich habe so mir Gedanken gemacht, 2017, wie genau wird das Jahr aussehen? Wie genau werden sich Dinge, die momentan noch relevant sind, für mich relevant sind, entwickeln? Und wie werde ich mich persönlich entwickeln? Wegen mir war schon irgendwie bewusst, dass dieses Jahr wahrscheinlich nochmal heftig wird mit der Entwicklung, wo ich auch im Endeffekt recht hatte. Ich habe mir auch selber dann einige Vorsätze fürs neue Jahr gegeben. Über Vorsätze versuche ich noch in diesem Video zu reden fürs neue Jahr, weil ich mir da doch einige Gedanken drüber gemacht habe. Ich hoffe mal, ich vergesse das nicht. Das war so gesehen der 1. Januarmorgen, die ersten 4 bis 5 Stunden des Neujahres. Und da musste ich mich mal ganz kurz räuspern. Ich war dann zu Hause, bin noch nicht direkt schlafen gegangen, weil mir tatsächlich noch in der Nacht mehrmals geschrieben worden ist, weil ich ja damals das Let's Go, was heißt damals, ja heute vor einem Jahr ungefähr, das Let's Go 2 rausgebracht habe, wo natürlich einige Rezensionen, einige Rückmeldungen so gesehen kamen, auch so in meinem Bekanntenkreis, wo mir dann Props dafür gegeben worden ist, für die verschiedenen Dinge, die ich beredet hatte, weil einige so gesagt haben, ja, ist relativ mutig und relativ cool, dass du darüber redest. Mutig habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, weil es ja Dinge sind, die man im Endeffekt so verarbeitet. Und es ist ja nichts Schlimmes, wenn man so über verschiedene Dinge redet, die einem passiert sind. Aber naja, auf jeden Fall, das ist ja eine andere Geschichte, die ich nochmal aufgreifen werde. Hat mir eine Person geschrieben, wo ich jetzt einfach mal die Geschichte erzählen werde, wie das alles so verlaufen ist. Diese Person war von weiblicher Natur. Diese Geschichte habe ich auch nie auf YouTube erzählt, obwohl diese Geschichte beinahe ein halbes Jahr ging. Safe Call, das ging länger als ein halbes Jahr. Dreivierteljahr ging das mindestens. Und zwar müsst ihr wissen, 11. Klasse hat mein Abitur begonnen. Ich kannte so gut wie niemanden da. Ich kannte halt nur so die Duduinos, die mit mir auf diese Schule gewechselt sind. Und das waren nicht viele. Ich kannte im Endeffekt fast niemanden an dieser Schule. Und deswegen habe ich mich relativ früh mit so einer Mädchengruppe befreundet, so gesehen. Im Nachhinein ist das voll komisch, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt. Aber ich dachte so, ja, okay, sind die ersten Wochen, kann man ja mal mit denen chillen. Das ist ja so an sich nichts Schlimmes. Dann haben wir auch in der Stadt, wo ich zur Schule gehe, ungefähr 10, 12 Kilometer entfernt. Das ist nicht gerade so um die Ecke. Da muss man schon immer mit dem Zug hinfahren oder mit dem Bus, je nachdem. Bus eher selten. Der Bus fährt nur morgens zur Schule, zu dieser Schule oder zu dieser Stadt generell. Am Nachmittag fährt da keiner. Deswegen Zug. Haben wir uns, das war noch im Sommer 2016, wir gehen jetzt schon so weit zurück, weil diese Geschichte da erst begann, haben wir da gechillt und ich habe ein weibliches Wesen kennengelernt, ein Mädchen. Anfangs war da eigentlich nichts Großes, so wir haben ein bisschen gechillt, haben uns da mehrere Stunden unterhalten, war alles in Ordnung und dann nach diesem Tag, weiß ich selber nicht, was los war. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, dachte so, okay, war ja eigentlich ganz nett, ne? Schreiben wir einfach mal auf WhatsApp an, haben dann so ein bisschen geschrieben, haben uns öfter getroffen mit dieser Mädchengruppe halt, weil ich so angefangen habe, Interesse zu entwickeln für dieses Mädchen. Und dann beging der Kontakt so intensiver zu werden. Sagen wir es einfach mal so. Was heißt intensiver? Ich habe Interesse bekommen. Und ich habe auch gespürt, dass die Interesse auf der anderen Seite auch da war. Vor allem, das war im Oktober 2016, waren wir alle auf einer Kirmes so gesehen. Aber ich war dann noch in so einem Stadium, wo ich noch recht schüchtern war, wo ich echt nicht wusste, okay, wie habe ich mich jetzt zu verhalten, wenn das und das passiert, keine Ahnung. Und da habe ich so damals die ersten Zeichen nicht besonders gut gedeutet. Also ich habe mich echt blöde angestellt wiederum, so in dieser Sache. Wie zum Beispiel waren wir zusammen in der Geisterbahn, wo ich dann halt so gemerkt habe, dass sie zum Beispiel meinen Arm gekrallt hatte als Beispiel und ich halt komplett nichts gemacht hatte, weil ich
voll überfordert war mit dieser Situation. Ich dachte so, wow, okay, was soll ich jetzt machen? Ja, ich war 16, fast 17 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Aber hatte halt so gesehen null Erfahrung. Ahnungslos, wusste halt nicht, was ich machen soll. Und ab dann begann der Kontakt von der anderen Seite, also vom Mädchen aus, immer geringer zu werden. Das Ding ist halt bei Mädchen, kriege ich die Kurve, ja. Wenn Jungs sich in die Startlöcher kommen, so gesehen. Also, wenn die nie was machen, sich komplett nichts trauen, landest du irgendwann automatisch in dieser Friendzone. Dann bist du also dieser nette Typ, der dafür da ist, dir Geschichten von ihr anzuhören. Du hörst im Endeffekt zu, was für Geschichten sie dir erzählt oder wenn sie zum Beispiel neue Typen kennenlernt. Und tatsächlich war es im Endeffekt so auch bei mir. Sie hat irgendwann angefangen, über solche Dinge zu reden. Das war am 25.12. abends. Ich kann mich noch ganz genau an diesen Abend erinnern, weil ich übelst down danach war. Von der Laune, von vielen Dingen einfach her. Sie hat auch so angefangen, so übelst lange Sprachnotizen immer zu schicken, teilweise so 10 Minuten. Echt, ich habe mir alles wirklich angehört mit purer Freude, weil ich so dachte, cool, sie schenken mir Aufmerksamkeit und so. Dann hat sie mir an diesem Weihnachtsabend 2016 so eine Sprachnotiz gesendet, wo sie halt so sagte, yo, ich habe so einen Typen kennengelernt, ich weiß nicht, was da los ist. Wir haben uns voll gut verstanden, voll viel telefoniert und so. Und auf einmal ist er voll arschig zu mir, schreibt selten zurück, hab auch schon gefragt, was los ist und so. Und als ich so das gehört hatte, ne, ich dachte so, ist das jetzt dein Ernst? Oder, man musste eigentlich gemerkt haben, dass ich Interesse habe. Aber ist ja generell so bei Mädchen dann im Endeffekt, dass man so gefriendzoned wird, wenn man nicht in die Startlöcher kommt. Ich meinte dann so, ja, okay, keine Ahnung, was mit ihm los ist, kriegt sich bestimmt wieder ein oder so, ne? Hat sie halt auch nochmal geschrieben, aber man hat bei mir schon so gemerkt, ich war voll abwesend und so, hab kaum was geschrieben. Dann meint sie so, hä, ist alles in Ordnung oder so? Ich meinte dann so, ja, alles gut. Hab dann auch irgendwann nicht mehr zurückgeschrieben. Dann an meinem Geburtstag, am 17. Geburtstag war das, hat sie mir so gratuliert, ganz normal, habe ich auch so Danke gesagt etc. Meinte sie halt so, ja, wir müssen mal da und darüber reden. Und dann dachte ich so, ja, okay, können wir irgendwann mal machen. Über die generelle Situation. Und, boah, wann war das dann? Ich glaube, einen Tag später, sie ist auch nicht zu meinem Geburtstag erschienen, aus diesem Grund. Ich war halt nur mit ein paar Kollegen und ein paar Freundinnen unterwegs in der Bar so gesehen. War auch nichts Großes. Aber einen Tag später hatten wir uns dann ausgesprochen und haben dann halt darüber geredet. Und dann war auch wieder alles gut. Ich habe dann auch so gesehen meine Gefühlslage erläutert, wie das Ganze so ist. Dann hat sie es halt verstanden. Dann kam es halt aus meinem Mund. Man muss halt so in dieser Sache relativ direkt sein. Ja, und dann ging das Ganze so weiter. Das ist auf jeden Fall die Vorgeschichte schon mal gewesen, einigermaßen. Das war noch im Jahr 2016. Und jetzt im Jahr 2017 ging es halt so weiter. Und zwar habe ich von dieser Person in dieser Nacht noch einen Text bekommen, dass ich es halt übelst gut finde, dass ich halt auf YouTube über solche privaten Dinge vor allem rede. Und dann meint sie so, ja, ich würde sowas nie schaffen etc. Und da habe ich schon so ein bisschen nachgedacht, ist das jetzt gut, dass sie sowas über mich weiß? Naja, das war auf jeden Fall mein 1. Januar morgen. Jetzt haben wir einen Tag abgehakt, aber das wird nicht so weitergehen in diesem Video. Das war erstmal so die Vorgeschichte. So, die nächsten Tage sind dann übers Land gestrichen und so ging es weiter. Im Januar, so Anfang Januar, ist auch nicht mehr viel passiert, sagen wir es so. Aber dann, jetzt wird es interessant in dieser Geschichte. Ich erzähle diese Geschichte ein bisschen ausführlicher, weil das sehr prägend für meine weitere Entwicklung in diesem Jahr war, für meine Ziele, wie auch meine Denkweise in diesem Jahr. Diese Geschichte hat mich wirklich sehr stark geprägt, deswegen erzähle ich immer weiter. Auf jeden Fall hat sie mir dann wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt nach dieser Zeit, aber ich bin halt so ein Typ gewesen, der dann Menschen sehr, sehr lang hinterherläuft und das hatte ich dann auch so mit dieser Person. Ich habe dann zum Beispiel immer, ja, ihr zu viel Aufmerksamkeit geschenkt und das ist, wenn du ein Mädchen interessant findest, echt nicht gut, wenn du ihr zu viel Aufmerksamkeit schenkst, weil diese Person sich dann irgendwann eingeschränkt fühlt. Was ist eingeschränkt fühlt?
irgendwann tatsächlich eingeschränkt fühlst in mancher Hinsicht und du wirkst halt nicht mehr so interessant auf sie wegen. Du bist halt so der Typ, ja okay, wenn ich den haben will, kann ich ihn immer haben und dann sind andere Typen doch interessanter in diesem Fall. Deswegen, das war halt so mein Fehler. Und dann irgendwann kann ich mich noch an diesen Tag erinnern, das war glaube ich das Wochenende, das Ferienende, Wochenende, warte, das Wochenende vom Ferienende, so, das ist glaube ich grammatikalische richtiger, wenn man das so sagen kann, hat sie halt irgendwann, ich habe dann halt so um 12 Uhr war das, ich kann mich noch ganz genau an diese Screenshots erinnern, weil ich tausendmal auf diesem Chat war, hat sie irgendwann, also ich habe nachts um 12 halt zum Beispiel Gute Nacht und sowas geschrieben und dann hat sie teilweise immer erst abends um 18, 19 Uhr geantwortet, also fast einen Tag lang nicht, habe ich mir so gedacht, ach fuck it, habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr darüber zu schreiben. Dann am ersten Tag nach den Ferien habe ich sie auch so vollkommen ignoriert. Ich habe gemerkt, dass sie das irgendwie getroffen hatte. Dann so zwei Tage später schreibt sie mich halt so an, yo, hast du irgendeinen Grund, dass du mich ignorierst oder was soll das momentan, ne? Habe ich so diese momentane Sachlage geschrieben. Und die Situation hat sich wieder geklärt. Also man merkt schon, dass es relativ viele Diskussionen gab. In dieser Beziehung, Freundschaft, whatever. Und das konnte eigentlich nicht gut werden. Ich habe auch so eine eigene Theorie, weshalb das Ganze nicht gut ging. Erstmal wegen meinem Charakter am Anfang des Jahres, beziehungsweise, dass ich ein sehr anhänglicher Mensch war. Zumindest in dieser Hinsicht. Aber dazu kommen wir einfach mal gleich. Und jetzt will ich nicht den roten Faden verlieren, wie Santa in meinem Garten, wenn er von meinen Dobermanns gejagt wird. Dann habe ich einen Tag später mit ihr in der Schule darüber geredet und das Ganze hat sich wieder geklärt. Und vielleicht hört ihr schon raus, das Ganze hat sich immer und immer wieder wiederholt und das wird auch noch weiter so gehen. So, aber ich will nicht zu lange bei diesem Thema bleiben. Im Januar sind noch andere Dinge passiert, die auf jeden Fall relevant für diesen Kanal waren. Aber auch relevant für das generelle Leben. Zumindest relevant für eines meiner Ziele, was man so sagen kann. Ich habe im Januar relativ wenig YouTube betrieben. Das hat der ein oder andere gemerkt, weil wir zu diesem Zeitpunkt auf der Funny Moments Schiene waren. Weil, wie gesagt, ich wollte damals was Neues ausprobieren und das war's. Und man hat schon gemerkt, okay, ich habe sehr, sehr wenig Input auf diesem Kanal gebracht. Das war nur eine Frage der Zeit, bis ich irgendwann mal mit dieser Schiene bzw. mit dieser Szene aufhöre. Naja, relativ wenig Videos sind gekommen. Und eines der ersten Videos, was in diesem Jahr kam, war die Vorstellung unseres Horror Games. Viele Mythen und Mysterien sind aufgekommen, worum es sich bei unserem Horrorspiel handeln könnte. Was hat dieses Teaserbild auf sich? Was hat das alles zu bedeuten? Wie wird unser Horrorspiel heißen? Etc. Da gab es viele Theorien darüber. Aber dann war es, glaube ich, am 20. Januar oder früher endlich soweit, dass ich dann dieses Informationsvideo rausgehauen habe, wo unsere Webseite online gegangen ist. Unsere Webseite ist immer noch online für Go Home. Und das hat mich echt überrascht, wie stark die Resonanz auf dieses Video war. Ich glaube, innerhalb von, lass mich nicht lügen, 10 Minuten ungefähr 100 Aufrufe. Ist schon extrem. Heute sind wir circa bei 550 oder so, was für ein Horrorspiel auf diesem Kanal relativ stark ist, weil Horror mit der Zeit immer unbeliebter auf diesem Kanal wurde. Was auch mit sehr vielen Faktoren abhängt, aber das kann man noch im Laufe des Videos immer wieder mal erläutern. Go Home wurde vorgestellt und die Resonanz war relativ positiv. Also viele waren echt überrascht und ich habe auch viel Props bekommen für die Idee mit diesem Open-World-Horror-Spiel, weil es das noch nicht so häufig in dieser Szene gibt. Im Allgemeinen gibt es nicht so viele Horrorspiele. Es gibt viel Crap an Horrorspielen, aber wenn das Projekt gut wird, was es auf jeden Fall wird, ne, man kann sich überraschen lassen, wie groß das Ganze wird. Ich habe ja auch schon bei vielen YouTube-Kollegen angefragt, ob sie Bock hätten, das und das mal zu spielen, wenn es dann soweit ist, wenn es rauskommt. Und man freut sich natürlich darüber, denn nur so werden irgendwelche Spiele groß. Man hat das bei vielen Spielen gesehen. Five Nights at Freddy's wurde durch, zum Beispiel durch Markiplier groß, unter anderem.
durch die ganzen YouTube-Videos wurde dieses Spiel groß, aber auch viele andere Spiele, wie zum Beispiel Hello Neighbor, heißt das Spiel so? Ich glaube schon. Hatte dieses Jahr auch einen riesigen Hype, nur durch diese YouTube-Videos, deswegen. Das Internet spielt in diesem Fall eine große Rolle, aber es kommt ja auch im Internet raus, im Endeffekt das Spiel, deswegen ist machbar. Auf Steam wird das Ganze safe erscheinen, bin ich mir auch relativ sicher. Und mal gucken, wo uns das Spiel dann hinführen wird. Ich bin gespannt. So, das war der Januar. Ich habe auch schon, glaube ich, lang genug über den Januar geredet. Ich weiß es nicht. Also wenn das Video so weitergehen wird, wird es doch länger als gedacht. Als ich die Notizen gemacht habe, dachte ich mir so, okay, das wird safe nicht mal eine Stunde lang oder so, aber ich kann anscheinend doch länger über Dinge reden. Hätte ich nicht gedacht. Naja, Januar ging weiter. Und dann im Februar habe ich mir so die Titel angeschaut von den Videos, die rausgekommen sind. Das Kanalformat wurde auch mal wieder geändert. Ich habe mich für geschnittene Let's Plays entschieden. Dachte so, okay, vielleicht sollte ich jetzt diesen Weg gehen, weil Funny Moments kann ich viel zu selten was rausbringen. Ich weiß gar nicht, ob das im Februar oder März war mit geschnittenen LPs, aber in diesem Zeitraum war das auf jeden Fall, wo ich dachte, okay, ich könnte den Content mal wieder erhöhen. Qualität der Videos leidet in Anführungszeichen, weil die Funny Moments schon sehr, wie soll ich es am besten definieren, die Witze waren schon sehr stark herausgequetscht worden aus den Videos. Aber das ist generell bei diesen Videos so. Du zockst halt ein paar Stunden und suchst dann irgendwo verzweifelt nach lustigen Stellen. Das ist halt echt im Endeffekt keine Kunst, sowas zu machen. Das Einzige, was du brauchst, ist viel Zeit. Schnittkünste brauchst du jetzt auch nicht unbedingt dafür, weil du viele Jumpcuts setzt und im Schnittprogramm jetzt nicht sonderlich viel machst. Du arbeitest halt im Endeffekt viel mit Sound. Und sonst, das ist ja keine Kunst, du begrüßt nicht, du redest über keine Themen, du laberst irgendeinen Müll einfach ins Mikrofon. Nichts gegen die, die das machen, aber das ist einfach so. Das ist die Wahrheit, ohne Witz. Das ist echt keine richtige Kunst, meines Erachtens nach. Deswegen. Aber ist ja Geschmackssache, jeder soll das machen, was er will. Aber ich habe das so mitbekommen. Ich habe ja einige Male so bei dem oder dem mal mitgemacht und dann, weiß ich nicht. Das war nie was für mich in irgendeiner Form. Zumindest diese Gruppenaufnahmen. So, wie ich gerade schon erwähnt hatte, meine Laune im Februar hat sich stark auf die Videos abgefärbt. Das habe ich allein an den Titeln heute gesehen und ich dachte so, wow, das ist ja schon fast gruselig, wie stark das ist. Vor allem die Mario Kart 8 Themenrunden haben sich stark an meiner Laune orientiert. Ich habe viele Themen besprochen, die in meinem Leben relativ relevant waren. Was sich dann in den nächsten Monaten ein bisschen abgeschwächt hat, aber immer noch relativ relevant war, so gesehen, was mir so im Privatleben passiert ist. So, das war die eine Sache mit den geschnittenen Let's Plays, die dann dazu kamen. Ich wollte weiterhin Let's Plays cutten, aber den Content erhöhen, weil ich so gesehen habe, okay, das kann nicht Ewigkeiten so weitergehen und du machst auch kaum Plus an Abonnenten oder Views oder sowas in der Art. Weswegen ich mich im Endeffekt dann für diesen Schritt entschieden habe. Und ja, aber nicht nur YouTube-mäßig war der Februar prägend, sondern auch, feiermäßig, kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Ich kann mich noch erinnern, das war der 17. Geburtstag von einem Kollegen, der auch an Valentinstag Geburtstag hat. Ehrenmann. Nein, also das war ein relativ entspannter Abend. Ich habe mich auch übelst gefreut darauf, weil die Geburtstage bei ihm immer geil waren. Weil man entspannte Stimmung und ja, ich will nicht sagen, dass es diesmal, doch, das war doch entspannt, aber es hätte nicht so enden müssen. Ein Kollege von mir war schon irgendwie um 23 Uhr weg, hat die Wand voll gekotzt. Der eine war dann auch, glaube ich, 1-2 Stunden später weg, hat sich auch ins Bett gelegt und einmal gekotzt und so, voll abartig. Später konnte ich auch noch den Pullover von meinem Kollegen aus dem Fenster holen, weil wir den zum Lüften rausgestellt hatten. Boah. Was an diesem Abend auch noch Sache war, wie gesagt, ich hatte noch einen sehr anhänglichen Charakter, wenn es um dieses Mädchen ging, habe ich also diesen ganzen Abend mit ihr halt so geschrieben gehabt. Ne? Ich war halt voll oft am Handy, habe so gesehen, oh, sie hat geschrieben, ich kann in 5 Minuten zurückschreiben.
damit ich dann ungefähr den gleichen Zeitabstand habe, wie ungefähr sie auf meine Nachricht geantwortet hat. So habe ich das gesehen, dachte so, okay, cool, die Zeit ist jetzt erreicht, 5 Minuten sind um, ich kann ihr wieder schreiben. Und das hatte ich halt so diesen ganzen Abend lang. Obwohl, eigentlich ist das voll komisch. Wenn du dir mal überlegst, als Mädchen, da ist ein Typ, der ist auf dem Geburtstag von einem seiner besten Kollegen und schreibt dir voll oft. Das würde ich persönlich auch irgendwie komisch finden. Naja, ich bin auf jeden Fall wie ein Hündchen ungefähr hinterhergelaufen die ganze Zeit. Und nach diesem Geburtstag, ich weiß nicht mehr, wann das im Februar war, aber ich meine, das war nach dem Geburtstag. Safe Call, das war nach dem Geburtstag. War ich mit 3 weiteren Kollegen in der Bar, in dieser Stadt, wo sie auch wohnt. Und wir hatten mehrere Tage nicht mehr geschrieben, weil sie nicht mehr geantwortet hat. Ich dachte, ja, okay, es geht mir jetzt auch irgendwann am Arsch vorbei. Dann war ich abends in der Bar in der Stadt und sie war auch auf dem Geburtstag, wo ich allerdings nicht eingeladen war, weil ich sowieso in diesem Jahrgang erst spät hineingekommen bin. Ich habe lange gebraucht, um mich einigermaßen zu integrieren, weil ich immer noch riesige Probleme hatte, mich in neue Gruppen hinzuzufügen. Ich war immer noch nicht so der Typ, der vor fremden Menschen so übelst der Mensch bin, der ich jetzt bin, sage ich mal so. Wo ich immer noch so meine Bedenken hatte, ja okay, wie kann ich mich hier verhalten? Und das war auch mein Problem, weswegen ich halt spät in diesen Jahrgang hineingekommen bin. Aber inzwischen hat sich einiges geändert, werde ich aber in diesem Video auch noch ansprechen. Ich war nicht auf diese Feier eingeladen. Dann hatte ich hier halt auf Snapchat so gesendet, weil wir halt weiterhin gesnappt hatten. Yo, ich bin hier in der Bar, voll cool. Trinken ein bisschen, voll cool. Dann meinte sie halt so, yo, hat mir halt so auf WhatsApp die Adresse gesendet und meinte so, yo, komm vorbei. Und ich habe mich halt so übelst gefreut. Ich dachte so, yeah, cool, kann ich vorbeikommen. Und ich muss sagen, es hatte Vorteile, dass ich an diesen Abend dorthin gekommen bin, aber auch Nachteile. Ich hätte diesen Abend ehrlich gesagt mit meinen Jungs verbringen müssen, weil das wäre sinnvoller gewesen. Bros before hoes, so gesehen. Aber ich dachte so, nee, fuck it, ich gehe jetzt einfach wegen ihr dahin. Bin ich halt so hingegangen, meine Kollegen habe ich dann ja nicht im Stich gelassen, haben mich halt so begleitet, die haben die Situation verstanden. Ich habe sowieso von ihr mehrmals erzählt gehabt und die meinten so, ja okay, geh da einfach hin, versuch dein Glück, so gesehen. Bin ich hingegangen, war ich auf dieser Feier, wegen, sie hatte halt so die Gastgeberin gefragt, war ich dann halt da. War alles cool, voll viele Kollegen gesehen, auch dies, das, Ananas halt so gesehen. Dann habe ich halt versucht, auf dieser Party was zu reißen. Das kann man sich ja denken. Aber als Junge, den man schon so lange kennt und wo nie was lief, da bist du irgendwann automatisch in der Friendzone. Klar kann man da auch wieder rauskommen, aber das war an diesem Abend echt nicht möglich. Zumindest mit meinem damaligen Wissen. Naja, ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt auf dieser Feier machen sollte, weswegen ich einen sehr guten YouTube-Kollegen angerufen habe, der mir immer bei Weibergeschichten weitergeholfen hat. Ich glaube, wenn er dieses Video sehen sollte, weiß er auch Bescheid. Habe ich halt so angerufen, gefragt, yo, Diggi, was kann ich machen? Hat er mir halt so ein paar Tipps gegeben. Und ich weiß nicht, wie oft ich an diesem Abend ihn angerufen hatte. Irgendwann war das halt so, dass sie an diesem Abend was mit einem anderen Typen gemacht hat. Und das war, ey, für mich ist eine Welt zusammengebrochen, ohne Flachs. Ich dachte halt so, yo, voll cool hier und so, ne? Ich dachte so, was ist das hier für Müll? Also ich war auch übelst angepisst, ich war übelst schlecht gelaunt an diesem Abend dann. Das hat man mir, glaube ich, auch angemerkt. Ich bin auch immer wieder rausgegangen, um diesen Kollegen anzurufen. Meint so, yo, Digga, was soll ich jetzt machen? Meinte halt so, komm, schnapp dir einfach eine andere, mach mit der rum und sowas, ne? Aber ich konnte sowas halt nicht, ne? Ich war doch relativ schüchtern, so in vielen Dingen. Und einen Tag später habe ich mich dann noch mit diesem Kollegen besprochen, wie genau das jetzt weitergehen soll. Hat er mich halt echt gut aufgemuntert. An dieser Stelle nochmal Dankeschön dafür. Das hat mir in vieler Hinsicht doch nochmal geholfen, darüber und darüber mal nachzudenken und ob das jetzt wirklich richtig ist, dass ich mich deswegen fertig mache, dass ich deswegen übel schlechte Laune habe und übelst depressiv bin. Ist das jetzt richtig? Da habe ich echt drüber nachgedacht. Und dann begann der Kontaktabbruch mit dieser Person tatsächlich. Wir haben uns nochmal ausgesprochen und es war, ja, noch nicht ein für alle Mal vorbei.
das kam ja später. Aber ich habe halt so angefangen, okay, Ignoranz komplett zu zeigen, weil ich echt keinen Bock mehr darauf hatte. Wegen, ich dachte, ja, okay, sie weiß ganz genau, dass ich halt so Gefühle habe und bringt dann solche Aktionen, ne? Und damit war der Februar auch vorbei. Also ich glaube, das waren die relevantesten Ereignisse im Februar. Klar, ich bin normal zur Schule gegangen und so, aber da gab es halt jetzt auch nichts, was mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Was mir auch aufgefallen ist beim Notizen machen hier, dieses Video hat einen Spannungsbogen. Das ist voll interessant mit anzusehen. Von Monat zu Monat passieren halt immer so mehrere Dinge, die so gesehen immer spannender werden, so gesehen tatsächlich. Und am Ende würde ich ganz gerne nicht über mein Jahr reden, doch über andere Dinge, die mir immer wieder mal zu denken geben, aber das wird man dann sehen. Deswegen machen wir einfach mal weiter mit dem März. Und was ich mir so für Notizen gemacht habe, im März begannen die normalen Let's Plays. Ich habe halt so gesehen, ja okay, geschnittene Let's Plays kommen jetzt nicht allzu gut an. Deswegen probier es einfach mal mit normalen und damit du noch mehr Content hast, eventuell dementsprechend deine Reichweite erhöhen kannst. Das war mir schon in irgendeiner Form immer richtig wichtig, Reichweite erhöhen. Das ist ja auch einfach richtig. Kein YouTuber will für immer auf demselben Level bleiben, für immer die gleiche Abonnentenzahl oder sowas haben. Für immer die gleiche Viewszahl haben. Ich meine, du bist halt auf dieser Plattform Künstler. Das lässt sich nicht abstreiten, wenn du das mit Herz machst. Und Künstler wollen, dass relativ viele Menschen ihre Werke sehen. Und das ist auch einfach als YouTuber so. Wer sagt, ja, Mama, Klicks sind mir scheißegal, das ist... Nein. Klar, es gibt Zeitpunkte, wo einem das Video-Createn eventuell übelst viel Spaß macht und wo die Klicks dann nebensächlich sind. Aber man wird niemals aufhören, komplett auf sie zu achten, weil das ja ein Richtwert ist, ob du was richtig machst oder ob du momentan irgendwas falsch machst. Oder ob das oder das halt momentan irgendwie komisches, falsches, je nachdem. Das sind also immer Dinge, die man, auf die man achtet. Ich bin halt so gesehen zu den Wurzeln des Kanals wiedergekommen. Ich habe mit dem Creepy Saturday wieder angefangen. Der Name klingt heute voll lächerlich, ohne Witz, Balthas. So, besser. Hab wieder damit angefangen. Ich glaube, ich habe die Mario Kart 8 Themenrunde wieder erweckt. Also so richtig wieder erweckt, weil die ja monatelang pausiert war. Und es hat sau viel Spaß gemacht, wieder so diese alten Formate aufzunehmen. Du hattest wieder so dieses Oldschool-Feeling, sage ich einfach mal so, den ich auch am Anfang des Kanals hatte. Ich habe den Kanal ja 2015 erstellt, als ich in der Ukraine war bei meinen Verwandten, die ich sowieso komplett selten sehe, so alle paar Jahre eventuell mal. Deswegen war das auch damals ein emotionaler Moment, als du diesen Kanal erstellt hast. Ja. Ist auch eine Geschichte, die ich jetzt ganz gerne mal erzählen würde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jemals erzählt habe. Ich habe so die Gründung von meinem ersten Kanal PlayerGeddon, damals noch Clash of Gaming, ja, so hieß der Kanal vor PlayerGeddon. Der Kanal wurde umbenannt. Habe ich, glaube ich, noch nie richtig erzählt. Also mit vielen Details. Ich fange einfach mal an. Wie gesagt, das ist damals aus einer Schnapsidee entstanden, dieser YouTube-Kanal. Also mein erster YouTube-Kanal. Was heißt mein erster YouTube-Kanal? Der YouTube-Kanal mit den drei Leuten. Beziehungsweise mit den zwei weiteren Leuten, was ich damals gemacht habe. Beim Tennistraining. Kumpel und ich waren beim Tennistraining, sagten so, yo, hast Bock YouTube zu machen? Ja doch, okay, lass mal Channel machen. Das war ungefähr so damals. Dann kam, an Halloween war das, ein Kumpel zu mir. Das war damals in der 9. Klasse, ich hatte noch Freizeit ohne Ende, vor allem an der Realschule, wo du um 13 Uhr Schulschluss hast, ne? Kam er zu mir um 15 Uhr ungefähr, haben ein bisschen gechillt. Haben angefangen auf meinem Laptop damals, welcher überhaupt nicht viel Leistung hatte. Oh Gott, wie hieß dieses Programm, worauf du so Handy-Apps spielen kannst? Oh, denk nach. Ey, der Name liegt mir sowas von auf der Zunge. Oh, BlueStacks, genau, so hieß das Programm. Haben wir runtergeladen, damit ich halt Clash of Clans auf dem PC spielen kann, sodass man das aufnehmen kann, weil auf dem Handy damals Aufnahmeprogramme zu finden, ohne Witz, das war utopisch schwer. Das war übel schwer damals, weil man das Handy irgendwie immer erstmal cracken musste? Nein, cracken nicht, nein. Auf dem iPhone heißt das Jailbreaken. Wie hieß das nochmal auf dem Android-Phone?
Oh, denk nach, routen, genau, weil du erstmal dein Handy routen musstest. Das war mir damals auch viel zu risikohaft, weil das Handy halt die Garantie verliert und falls kaputt geht, hast du halt Pech gehabt, so gesehen. Deswegen haben wir das erstmal auf dem PC probiert. Und damals haben wir dann Camtasia runtergeladen, das billigste Schnittprogramm überhaupt. Ja, okay. Für Anfänger ist das in Ordnung, aber wenn du so ein bisschen fortgeschrittener bist, ist das halt der übelste Crap, übelster Müll. Braucht man dann im Endeffekt eigentlich nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir uns das runtergeladen und ich habe angefangen, Clash of Clans zu Let's Playen. Hab dann so vorgestellt, mein allererstes Video. Und das Schneiden hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, obwohl da halt kein Cut und so schnitttechnisch überhaupt nichts drin war. Wirklich überhaupt nichts. Aber man musste ja erstmal irgendwie ins Schnittprogramm hineinkommen, also von daher war das ja legitim. Aber auf jeden Fall hatten wir auch riesige Probleme, dieses Video hochzuladen. Wir waren halt so im Markov zwischendrin, Viertelstunde Fußmarsch ungefähr, sind wir halt hingegangen. Weil ich wollte ein Mikrofon kaufen, genau. Ich habe, glaube ich, so ein Billig-Headset für 10 € damals gekauft. Sind halt wieder zu mir hingekommen und das Video war immer noch nicht hochgeladen. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau, wir waren bei dem Video, was ich hochladen wollte. Das waren halt so diese Anfänge damals. Das war übelst heftig. Und am nächsten Tag habe ich dann noch ein Clash of Clans Video gemacht. Und das erste Video habe ich halt allen geschickt gefühlt aus meiner Klasse, was halt der größte Fehler damals war. Weil ich so dachte, okay, komm, vielleicht kriegen wir heute 5 Abonnenten voll oder sowas. Und ich weiß noch, das erste Video hatte um den Dreh, glaube ich, 20 Aufrufe nach einem Tag, weil du es halt jedem geschickt hast, ne? Das war damals übelst heftig. Und so die Tage darauf habe ich halt immer mehr und mehr Videos hochgeladen. Und ich habe dann immer so bei den Videos neu laden gedrückt, damit mehr Views da stehen. Das war damals meine Taktik. Sowas wie Wiedergabezeit, das kannte ich gar nicht. Ich habe nur Views gesehen, dachte so, oh cool, ich habe voll viele Views und so. Voll angegeben. Das waren Zeiten ohne Witz. Auf jeden Fall ging das so weiter. Und irgendwann haben wir die 50 Abonnenten geknackt. Ich meine, 50 Abonnenten-Special hatte ich damals auf meinem alten Kanal mit den weiteren. Ich weiß aber nicht mehr, was genau es war. Also einer hat Minecraft gemacht, mein Kollege. Der andere hat CSGO gespielt und ich habe halt so Clash of Clans gemacht und sonstigen Crap noch irgendwann. Ich habe damals noch The Binding of Isaac gespielt. Das Spiel habe ich mir extra gecrackt, weil ich kein Geld für Spiele ausgeben wollte. Aber ich wollte irgendwas anderes Let's Play noch. Meine Kollegen so, yo, Let's Play das mal, voll das coole Spiel. Und ich habe mich dann halt abends immer hingesetzt, Part aufgenommen, gerendert, sofort hochgeladen, sodass ich 2 Folgen pro Tag hatte. Und ich habe mich damals schon übelst wie ein Business-Mensch gefühlt, weil ich so dachte, oh, ich muss heute noch 2 Folgen hochladen, Mama. Ey, das waren echt geniale Zeiten. Naja, so ging der Weg weiter auf PlayerGaddon und damals irgendwann, ich glaube bei 80 Abonnenten dachte ich so, komm, Road to 100. Ich bin dann tatsächlich auf Clash of Clans gegangen. Gibt bestimmt immer noch diesen Weltweit-Chat, wo du mit jedem aus dem Land chatten kannst, nicht nur im Clan. Da bin ich damals reingegangen und hab dann Werbung gemacht. Ohne Witz, ich hab dann jedem geschrieben, yo, abonniert mal auf YouTube PlayerGaddon, dies, das. Und hab so die 100 Abonnenten vollbekommen. Boah, das waren echt geniale Zeiten. Gibt's noch sonst irgendwas über PlayerGaddon zu berichten? Ich meine, nichts Großartiges. Wir sind gerade immer noch bei März. Wir sind beim Thema abgeschwichen. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Und was ich allerdings noch erzählen könnte, ist ein bisschen über diese Mobile-Szene damals. Ich weiß nicht, ob die Namen heute überhaupt noch relevant sind. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe damals immer so Leute gesucht zum Aufnehmen, um halt die Reichweite zu erhöhen. So bei 200 Abonnenten hat das Ganze angefangen, dass ich so mit anderen aufgenommen habe. Ich habe halt hier und da angefragt und mit Aufnahmen, so mit kleinen, kamen immer so 5 Abonnenten oder so dazu. Also ein paar haben immer vorbeigeschaut. Das war halt recht nett, sagen wir es so. Und ich habe dann damals Diziax, ich weiß nicht, ob der ein oder andere den hier. Oh, mein Mikrofon kuschelt jetzt mit mir. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere den noch kennt, ob der überhaupt noch relevant ist, überhaupt noch, der Safe Call macht er noch irgendwas, bin ich mir sicher. Ich habe damals tatsächlich mal mit ihm geskypt gehabt. Und ich weiß auch noch, dass ich ein übelst negatives Bild über ihn hatte. Wegen damals habe ich so mit ihm geskypt, ne? Da meinte er halt so, yo, ich mache seit
zwei Monaten YouTube. Ja, hab leider nur 2000 Abonnenten, das muss mehr werden und sowas. Hat voll abgehoben geredet. Und ich dachte halt so, Alter, ist das jetzt dein Ernst oder so? Oder das war übelst komisch. Ich glaube, heute hat er um die 200.000 Abonnenten. Aber ist klar, mit so einer Ansicht, mit so einem Charakter, ne, ist, dass man sich irgendwo hochlutscht. Aber ganz ehrlich, ne, das geht mir auch so am Arsch vorbei. Ich meine, man kann ja seine Meinung mal äußern, aber der... Nee. Sein Charakter war übelst ekelhaft. Das war echt... Bleh. Ich hab schon fast am Strahl damals gekotzt, als man mit ihm geskypt hatte, aber man hat natürlich so einen Blick in diese Szene hineinbekommen. Was auch mal lustig mit anzusehen war, ist, das war 2016 auf der Gamescom, also letztes Jahr, ja, letztes Jahr 2016 auf der Gamescom. Ich habe mich mit einem alten Kollegen unterhalten, mit dem ich auch damals Clash of Clans aufgenommen hatte, der eine doch deutlich größere Reichweite als ich hatte. Der aber immer so bodenständig geblieben ist. Das war auch mal cool, ihn wirklich so in Real Life zu sehen. Er hat sich auch gefreut. Wir haben uns auch nett unterhalten und wir haben uns zum Beispiel über Pucki so ein bisschen unterhalten. Das war so der damalige Stand. Ne? Er meinte halt so, yo, hab heute so Pucki getroffen und so. Hab ich halt gefragt, und wie war? Da meinte er auch so mit einer übelst ernsten Stimme auf einmal, dass er komplett abgehoben geredet hat und sowas. Und das ist halt so diese Szene. Ich weiß nicht, ob sie heute auch noch so ist, aber das sind so diese Menschen, die dahinter sitzen. Kann ich auch ehrlich gesagt nicht sagen, wie dieser Typ heute drauf ist. Hab nur gesehen, okay, hat seinen übelsten Hype durch Pokémon Go letztes Jahr gehabt. Und jetzt ist halt so ein bisschen der Hype vorbei, ne? Aber wie er menschlich ist, weiß ich nicht. Aber die Quelle, die mir das gesagt hat, ne, es ist schon safe gewesen, dass er dann wirklich so redet. Aber das sind halt echt so diese Menschen, die hinter diesen riesigen Mobile-YouTube-Kanälen sitzen, das ist echt heftig. Und was ich da so mitbekommen habe, ist echt... Naja, ich bin ja nicht mehr drin gewesen, bin auch da nicht mehr drin, also von daher... Alles gut. Aber das sind so die hauptsächlichen... Ereignisse gewesen. Ja, das kann ich so zusammenfassen. Naja, weiter geht's! Wir können eigentlich, glaube ich schon, nee, im März müssen wir noch ein bisschen bleiben. Jetzt zurück zu dieser Mädchengeschichte. Von diesen Mädchengeschichten werden noch einige in diesem Let's Go 2 kommen, weil ich tatsächlich dieses Jahr mit sehr vielen Kontakt hatte, aber ich werde nur so die relevantesten Geschichten erzählen. Naja, weiter geht's. Ich habe wieder angefangen nach vorne zu schauen. Ich hatte halt so überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihr und mir ging's prächtig. Also mir ging es wirklich übelst gut. Ich hatte zwar am Anfang, März glaube ich, probiert mit ihr zu reden. So in der Schule, aber sie ist wirklich komplett gerastet. Meint so, ach, wie kannst du es wagen, jetzt mit mir zu reden? Dann ist schon fast angefangen zu heulen, ohne Witz. Ich dachte so, was ist das denn? Tut mir leid, dass ich auch selber Dinge habe, die mich beschäftigt haben etc. Muss auch mal überlegen, warum ich so gehandelt habe. Aber okay, ne, war selber von mir eventuell nicht korrekt, dass ich so einen Kontakt abgebrochen hatte, so gesehen, aber come on. Naja, auf jeden Fall ging es mir wieder prächtiger im März und ich habe wieder angefangen, nach vorne zu schauen. Ich habe Dinge, die ich aus den Augen verloren habe, so wieder fokussiert und meine Sachen weitergemacht. Vor allem mit YouTube habe ich, glaube ich, intensiver betrieben im März und es ging mir persönlich auch wieder so besser. Ich habe wieder so Lebensenergie geschöpft, dies, das gemacht und jetzt können wir zum März, April kommen. Ja, ich glaube, jetzt kann man zum April kommen. Weil da sehr, sehr viele Dinge passiert sind. Sehr, sehr viele Geschichten noch in meinem Privatleben. Deswegen fangen wir mal an. So, im April ist verdammt viel passiert. Aber nicht nur diese Mädchenstory ist da, sondern auch meine privaten Probleme, die zu Hause stattgefunden haben, wurden relevanter bzw. größer. Das war ja 2 Monate vor der ersten YouTube-Pause, die ich gemacht habe. Und deswegen fangen wir einfach mal an. Erstmal zu diesem einen Mädchen, wo die Geschichte schon im September 2016 begonnen hat. Das war am einen Abend. Ich war ja im März, 31. März war es, glaube ich. Ja, das war der 31. März. Auf einem Kollegakonzert auf der Imperator-Tour mit einem Kollegen. Und da habe ich auch dementsprechend Vlog gemacht. Ne? Ich dachte so, komm, ein bisschen kann man ja filmen und das Ganze laden wir auf YouTube hoch. Wird sich der ein oder andere eventuell freuen. Habe ich auch gemacht. Dann Anfang April saß ich eines Abends
weil ich glaube ich mit der Klausurenphase durch war an diesem Vlog. Ich kann mich auch noch ganz genau an diesem Abend erinnern. Und dann schrieb mich dieses Mädchen an. Meinte so, yo, wie wir uns momentan verhalten, absolut kindisch, können wir da nicht irgendwas ändern? Da meinte ich halt so, habe ich auch mal wieder Real Talk gemacht. Ich habe sehr viel Real Talk in dieser Zeit gemacht. Beziehungsweise habe so meine Meinung geäußert. Und da wurden auch wieder riesige Texte geschrieben, wurde ein riesiges Drama drum gemacht. Alles in allem haben sich unsere Wege getrennt. Wir sind heute, wie sie es wirklich geschrieben hat, einfach nur zwei Personen aus dem Jahrgang, die sich so kennen. Das hat sie prognostiziert und das wurde im Endeffekt auch so. Das ist jetzt im Endeffekt auch, ich sollte das Wort nicht so oft nutzen, ist jetzt nichts, was mich persönlich auch riesig stört, weil das hat verschiedene Gründe. Erstmal, ich glaube, ein Grund, warum wir diese Wege gegangen sind, wir waren in vielen Sachen doch viel zu ähnlich. Wir hatten sehr viele gleiche Ansichten, da und da waren wir relativ gleich. Und ich glaube, das war wirklich ein Störfaktor, weil wir schon zu gleich waren. Ich weiß nicht, ob das ein Störfaktor sein kann, aber das ist so eine der Erklärungen, die tatsächlich am meisten passen. Dann halt, wie ich es schon gesagt habe, ich war in vielerlei Hinsicht einfach viel zu anhänglich in dieser Sache. Ich muss aber auch sagen, das ging mir an diesem Abend irgendwie am Arsch vorbei, weil ich sowieso schon mit dieser Sache abgeschlossen hatte. Und nach sowas kannst du, glaube ich, es ist schwer danach befreundet zu bleiben. Aber in meisten Fällen wäre das sowieso dann irgendwann vorbei gewesen mit der Freundschaft. Ich weiß nicht, ob diese Person das sehen wird hier. Diese Person hat das letztes Jahr auf jeden Fall auch gesehen, mein Jahresrückblick-Video. Aber im Endeffekt möchte ich mich trotzdem für diese Zeit bedanken, weil es mir doch in vieler Hinsicht die Augen geöffnet hat. Doch. Und ich wünsche der Person natürlich auch alles Gute auf ihrem Weg. Ist jetzt nicht so, als wenn ich die abgrundtief hassen würde. Ist alles neutral. Ich meine, mit der Zeit wächst man auch über manche Dinge hinaus und das ist hier genauso. Die Sache ist einfach vorbei und so ist es. Also ich sehe das wirklich vollkommen neutral und wie gesagt, wünsche der Person nur alles Gute für die Zukunft. So, aber dieses Thema war dann endlich nach einem Dreivierteljahr ungefähr abgeschlossen. Das war ein großes Kapitel in dieser wahnsinnigen Veränderungszeit so bei mir. Beziehungsweise in dieser Entwicklungsphase. Das war eine riesige Entwicklungsphase in dieser Zeit. Aber musste natürlich auch sein, dass ich mal, ja, sowas erlebe. Aber gut, das Thema war abgeschlossen. Und tatsächlich begann ab diesem Monat so sehr viele Veränderungen bei mir. Ich habe mehr Wert auf Klamotten gelegt. Ich habe angefangen, meine Haare länger wachsen zu lassen, um die halt besser zu stylen, jetzt zum Beispiel halt. Und habe angefangen, intensiver Sport zu betreiben. Angefangen, mich gesünder zu ernähren, weil die Ernährung da echt teilweise nicht so toll war. Also ich habe so gesehen angefangen, etwas aus mir zu machen. Und ich glaube, das sieht man auch, wenn man sich so Bilder von Anfang des Jahres ungefähr vergleicht, so mit jetzt. Man sieht schon einige Unterschiede in vielerlei Hinsicht. Aber es muss natürlich jeder für sich selber wissen, ob man da Unterschiede erkennt. So, jetzt gibt es noch ein paar Dinge, die ich in diesem Monat gerne bereden würde. Beziehungsweise die mir da so passiert sind. Fangen wir erstmal mit dem ersten Geburtstag an aus meinem Jahrgang, wo ich offiziell eingeladen worden bin. Wie gesagt, ich habe das ja schon so ein bisschen angeteasert. Ich habe mich sehr spät erst in diesen Jahrgang hinein integriert. Auch so mit den Jungs dort, beziehungsweise mit den männlichen Bewohnern. Weil ich halt, wie gesagt, immer nur Augen für dieses Mädchen hatte und mir auch scheißegal war im Endeffekt, ob ich dann nur mit Mädchen abgehangen hatte. Aber das hat sich natürlich auch im Jahrgang rumgesprochen und viele dachten zum Beispiel, ich wäre schwul, weil ich halt nur was mit den Weibern mache, so gesehen. Tatsächlich hat sich das Gerücht rumgesprochen, dass ich schwul wäre, aber ja, es juckt mich eher weniger. Hat sich dann ja auch aufgeklärt, nein, ich bin nicht schwul, also von daher ist ja alles gut, ne? Selbst wenn. Wäre zwar nichts Schlimmes, klar, es ist komisch für viele, aber wäre auch nichts Großartiges, ne? Aber gut. So, dann war ich auf dem allerersten Geburtstag damals und ein Kollege, mit dem ich noch nicht so gut befreundet war, ich saß halt immer so in Physik mit ihm an einem Tisch, ne? War auf diesem Geburtstag. Haben uns ein bisschen, ja, besser kennengelernt, so freundschaftsmäßig, ne? Hab ihm auch so diese Geschichte mit diesem einen Mädchen erzählt.
hat er auch so gesagt, ah, deswegen warst du die ganze Zeit so bei denen. Und ich meinte so, ja, genau, deswegen. Und dann haben wir uns auch so direkt verstanden, weil wir auch relativ gleich getickt haben. Wir haben halt so die gleichen Interessen, so hauptsächlich Deutschrap, können uns immer so darüber unterhalten und so. Deswegen ist auch ein richtig cooler Dude. Und ja, das war ein relativ entspannter Abend. Ich habe dann auch so gesagt, okay, wir schließen diese Mädchensache ab und lernen einfach neue Personen kennen, ne? Also neue Mädchen unter anderem. Das war auch an diesem Abend so. Ich habe nicht lange rumgefackelt, so gesehen. Aber tatsächlich war ich dann im Endeffekt nicht so der, der jemanden angesprochen hatte, sondern ich wurde angesprochen. Also wie gesagt, mein Style hat sich so gesehen verändert. Hab mehr Wert auf Mode gelegt und das hat sich relativ schnell gezeigt, was für Wirkungen das teilweise hat, ne? An diesem Abend hatte ich zum Beispiel einfach mal, ja, so eine normale Sache halt mit einem Mädchen. Hat man ein bisschen rumgemacht und so. Ein bisschen mehr Alkohol war da drin. Aber dadurch, dass ich so ein Mensch bin, der dann nicht so direkt diesen Kontakt abbricht, habe ich mich natürlich auch noch mit der getroffen. Obwohl mir voll viele gesagt haben, yo, mach das lieber nicht, grüßte Ho und so. Und ich dachte so, ja, okay, komm, können wir ja trotzdem mal machen, kennenlernen. Aber hat sich doch als sehr komisch rausgestellt. Aber ich habe ihr wenigstens mal eine Chance gegeben. Und an diesem Abend, kann man sagen, begann die Geschichte des James Dean von diesem Jahr, ohne Witz. Also ich kann euch noch viel mehr erzählen, aber das wird halt so im Laufe des Videos immer mal beredet. Ich glaube, das ist so interessant mal zu hören, so diese Entwicklung von dem relativ schüchternen Jungen zu dem Menschen, den ich jetzt bin. Der ich jetzt bin. Pardon. Schon ein bisschen später. 20 vor 1 momentan. Hab mir vorher noch ein Energy reingedonnert. Das Luxusgetränk, was ich mir dieses Jahr sehr häufig gegönnt habe, um in irgendeiner Form den Tag zu überleben, um wach zu bleiben. Wie auch jetzt, gute Launemacher so gesehen. Naja, das ist ein anderes Thema. So, das war die eine Sache. In diesem Monat habe ich auch sehr viel mit meinen Jungs gemacht, um halt, ja, generell diese Sache zu vergessen, die passiert ist mit diesem einen Mädchen. Aber auch, weil es relativ viel Spaß macht, ne? Ich meine, meine Kollegen habe ich relativ selten gesehen wegen der Schule, aber das war halt diese Zeit, wo die ganzen Klausuren aufgehört haben und deswegen hat sich das eigentlich relativ gut getroffen. So, dann gab es einen Nachmittag, der mir in Erinnerung geblieben ist. Wir waren alle bei Meckes. Ich meine, das war sogar safe in den Ferien. Wir waren bei Meckes und dann waren noch andere Jugendliche. Relativ aggressive Stimmung hat man bei denen gemerkt. Ne? Das war teilweise echt lächerlich, ohne Witz. Wir sind dann rausgegangen und Meckes bei uns da draußen noch so, so eine Etappe, wo du draußen im Sommer sitzen kannst. Dann sind halt Stühle aufgestellt und dann kannst du halt so Eier baumeln lassen, so gesehen. Dann hat sie da einen übelst blöden Spruch da gebracht, ne? Und ich dachte so, komm, was wollen die jetzt eigentlich, ne? Hat ein Kollege von mir auch die angemacht, habe ich selber gesagt, dass sie ihre Fresse halten sollen, ne? Übelst unnötig. Dann sind wir halt weitergegangen. Dann hat da eine uns nachgerufen, ne? Da hatte ich überhaupt keinen Bock, ich war richtig aggressiv, ne? Habe ich halt so rübergeschrien, komm, kommt raus, ne? Dann sind die halt echt rausgekommen und meine Freunde so, oh komm, musste das jetzt sein? Naja, auf jeden Fall standen wir dort zu sechst. Dann hatte ich halt so das größte Maul tatsächlich. Wegen mir ist die Situation noch eskaliert in diesem Moment. Dann hieß es halt so, meinte ich halt so, also die haben erstmal gefragt, warum sollten die rauskommen. Ich meinte, ja, okay, sag uns das bitte nochmal ins Gesicht, was du gerade gerufen hast, ne? Hat er das halt gesagt, ich sag's dir, ja, okay, Situation jetzt geklärt. Dann sind noch ein paar blöde Sprüche gefallen und dann ist auch so der erste Schlag gefallen, so gesehen. Und dann kam das halt zur Schlägerei, tatsächlich. Aber nur so ein bisschen, so 3-4 Schläge maximal waren das. Dann hat sich die Situation schon beruhigt, weil wir so alle auseinandergezogen haben irgendwie. Dann war das ungefähr so. Wir haben zur Unterstützung noch einen Kollegen gerufen. Und dann kam er auch. Wir haben ihm die Situation erklärt. Dann haben wir tatsächlich begonnen, die zu suchen. Wie in einem schlechten Hollywood-Film ungefähr. Die haben sie auch gefunden, weil wir ungefähr wussten, wo die hingehen. Das war in der Grundschule am Nachmittag alle schon weg. Ohne Witz, das war wie in einem schlechten Film. Wie in einem voraussehbaren Hollywood-Film. Einer unserer Kollegen hat sich ja geboxt mit dem von den anderen Kollegen.
wir standen dann halt, ich glaube, zu fünft oder sechs in einer Reihe. Und der Kollege, der sich mit dem anderen geboxt hat, stand halt so vor der Reihe. Und die Reihe, beziehungsweise die andere Reihe, war halt so parallel. Der Typ, der sich geboxt hatte mit unserem Kollegen, stand vorne und die anderen standen hinter ihm als Support, so gesehen. Falls irgendwas eskalieren sollte und es zur Massenschlägerei kommt, so gesehen, da. Dann hieß es so als erstes von der anderen Seite, yo, hast ein Messer dabei, pack das weg. Ich denke mir halt so die ganze Zeit, ne, wir haben kein Messer dabei, wir wollen einfach nur in Ruhe reden. Und falls es eskaliert, sind wir halt da und können irgendwas machen. Aber die Situation blieb noch ruhig, haben geredet, im Endeffekt die Hand gegeben und wir sind so auseinandergegangen. Wir wollten das halt nur geklärt haben. Ich finde sowas komplett affig, wenn irgendwelche dummen Jugendlichen da hinkommen und dann übelst auf Pimp machen. Habe ich überhaupt keinen Bock darauf, wirklich. Das ist so unnötig. Aber das war nicht die einzige Schlägerei-technische Situation in diesem Monat. Ich bin einmal von der Schule gekommen, nach der siebten Stunde, so um 3:30. Man muss immer so eine Stunde auf den Zug warten, wenn man 7 Stunden hat. Ist halt echt blöde gelegt, die siebte Stunde. Deswegen musste man so lange warten. Dann war ich halt so am Bahnhof. Und mir wurde tatsächlich aufgelauert. Dann war da halt so ein Typ, der tippt mich so von der Seite an, so voll aggressiv. Hat mich schon fast nach hinten gezogen. Meint so, hey, was für Wurm. Und jetzt muss ich euch mal die Hintergrundstory erzählen. Und zwar, eine gute Freundin von mir, ist fast wie meine Schwester ungefähr, so gefühlt zumindest, hat übel Stress gehabt mit ihrer Freundin einmal, weil sie richtig asozial zu ihr war. Und diese Freundin hat einen Freund, das war dieser Freund, der mal gefilmt worden ist von der Freundin von ihm, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, wo er einen Wurm gegessen hat. Wirklich, der hat diesen Wurm in den Mund genommen und einfach geschluckt. Das war ein lebender Wurm. Und dann habe ich die mal angeschrieben, so aus Spaß. Hab halt so gefragt, yo, haben Würmer eigentlich Proteine? Dann hat sie mich als erstes blockiert. Das war ein halbes Jahr zuvor. Das war im Oktober 2016. Und im April 2017 spricht der Typ mich an. Hä? Hat er erst dann verstanden, was Proteine sind? Oder hat er zu viel Eiweißshakes in sich hineingepumpt und versteht nicht, was das ist oder was? Da meint er halt so, ja, ich box dich jetzt und sowas. Ne, der hat schon so übelst geredet wie so ein Typ, der den ganzen Tag nur pumpen geht. Aber im Endeffekt sind das die Typen, die überhaupt nicht boxen können. Ich mache seit einem Jahr Kickboxen. Und ganz ehrlich, ne, ich weiß ganz genau, wie diese Typen zuschlagen. Das ist so einfach in irgendeiner Form zu kontern. Und im Endeffekt habe ich genauso viel Masse wie er. Das Einzige, was der Unterschied zwischen uns beiden ist, ist, dass er definierter ist. Aber von der Breite her ist das genauso. Also von daher meine ich halt so, ja komm, schlag zu, ne, setz den ersten Schlag an, dann können wir zeigen, was wir können, so gesehen. Situation ist nicht eskaliert. Aber das ist absolut dämlich, ohne Witz. Aber naja, so war die Freundin auch immer drauf. Übelst behindert im Kopf, ohne Witz. Die hat den Dachschaden in irgendeiner Form gefühlt. Naja, ist ein Problem, was nicht mehr relevant ist, aber das sind immer so unnötige Sachen, weswegen solche Situationen fast eskalieren. Vor einem halbes Jahr später, hallo? Wenn dann, hätte das einen Monat später machen müssen. Vielleicht hätte der auch dann eine Chance gehabt, ne? Man weiß es nicht. Naja, das war dieses Thema. Ich glaube, was in diesem... Ich weiß nicht, ob das in diesem Monat war oder einen Monat später war. Aber auf jeden Fall habe ich mich ja mit den so neuen Kollegen in diesem Jahrgang gefunden, ne? Kollege meinte so zu mir, yo, hättest du mal Bock, dir einen durchzuziehen, so gesehen, ne? Das waren so die ersten Kontakte mit Weed, so gesehen. Kann ich auch ganz offen mal sagen. Ist im Endeffekt ja nichts Großes dabei. Dachte ich so, ja, okay, ich habe das ja schon mal ausprobiert. Anfang 2017 war das. Und ich fand das recht in Ordnung. Kann man manchmal machen, sollte man nicht zu oft machen. Weil ich da auch so den ein oder anderen Kumpel im Freundeskreis habe, der dann echt solche übelst krassen Probleme hat inzwischen. Also was ihm nicht auffällt, aber was uns als Freunde schon auffällt. Aber ist ein Thema, was ich auch nochmal im Video ansprechen will, aber erst später so gesehen. Dachte ich so, ja okay, dann haben wir uns mit zwei weiteren Freundinnen dort hingesetzt,
haben so einen Tag ganz entspannt verbracht. Das war auch übelst die geile Atmosphäre an diesem Tag, weil man einfach an so einem See war. Es war übelst warm draußen und du konntest echt voll gut entspannen. Haben so übelst chillige Musik gehört und das war auch nochmal so ein Schritt nach vorn, irgendwie Kontakte zu knüpfen, so gesehen. Aber das war ein übelst entspannter Tag, das kann ich so sagen. So, ich habe noch einige Punkte im April drauf. Jetzt kommt noch einmal YouTube-technisch was. Und zwar habe ich, glaube ich, in diesem Monat Pokémon gestartet. Oh, welche Edition war das denn nach? Perl war das. Safe Call, das war Safe Call Perl. Weil ich diesen Pokémon-Hype wieder erleben wollte. Ich kann mich noch erinnern, das war im Jahr 2016 im Frühling auf Tomageddon. Ich habe das Pokémon Soul Silver Randomizer und Nuzlocke Let's Play angefangen und dieses Let's Play ist von der Rezension her explodiert. Das war bisher das erfolgreichste Let's Play auf diesem Kanal nach Pokémon Go. Das war übelst heftig, wie das eskaliert ist. Teilweise hatten tatsächlich diese Views auf diesen Videos 50% der Abonnenten mindestens. Das war immer richtig heftig. Deswegen habe ich das probiert mit Perl nochmal hinzubekommen. Es war stärker als die anderen Projekte, aber ist doch dann relativ schnell wieder abgeflacht, was dann auch so gesehen wieder ein Misserfolg war, so gesehen. Hat trotzdem in der Zeit Spaß gemacht, aber Perl war so eine Edition, wo du, glaube ich, nicht Ewigkeiten Spaß dran hast, weil das sehr, sehr schnell monoton war. Aber das lag auch wiederum an der Rezension. Ich habe schon gemerkt, okay, dieser Kanal ist mit den Let's Plays irgendwie gestorben durch diese ganzen Kanalveränderungen. Klar gab es hier und da mal einen Hype, vor allem im 24-Stunden-Stream. Verdammt, das war ja auch im... Boah, habe ich beinahe... Boah, Alter, dass ich dieses Ereignis fast vergessen hätte, das ist sehr heftig. So, YouTube-technisch, April. Das war am Karfreitag, glaube ich zumindest, oder ein paar Tage davor oder danach. Habe ich einen 24-Stunden-Livestream gestartet, weil ich das unbedingt mal testen wollte. Da meinte Hübi auch zu mir, yo Digga, das wird echt hart. Das ist echt ein anderes Kaliber, so gesehen. Und konnte ich mir auch vorstellen, denn du sitzt hier 24 Stunden einfach so und spielst Spiele, redest die ganze Zeit am Fluss und hast halt nur wenige Pausen im Endeffekt, aber das war heftig. Das war mehr als heftig, dieser 24-Stunden-Livestream. Ich habe schon mehrmals Revue passieren lassen, was da so abging. Aber das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Du warst 24 Stunden online und 24 Stunden waren immer straight Leute dabei. Aber naja, ich habe schon darüber geredet. Deswegen lasse ich es jetzt doch sein und fülle das Ganze mal mit relevanten Dingen, die auf diesem YouTube-Kanal noch nie erwähnt worden sind. Jetzt kommt die dunkle Seite dieses Jahres. Das begann im März. Safe Call. April meine ich. Und zwar war das ein Nachmittag, ich kann mich noch ganz genau dran erinnern. Ich habe am PC halt ganz normal Thumbnails gemacht für die nächsten Tage etc. Auf einmal höre ich so im Hausflur übelstes Rumgeschreie, das konntest du überhaupt nicht überhören. Hab Musik komplett ausgemacht, bin also zur Tür gegangen, habe jetzt nicht gefragt, was ist los. Weil ich die Stimme erkannt hatte. Diese Stimme war von meinem Dad und vom Vermieter halt. Und ich habe so das allererste Mal gehört, okay, was ging dir überhaupt ab? Also zuallererst muss ich mal sagen, man hat ja schon gemerkt, dass so diese Familiensituation bei mir sehr, sehr komisch ist. Dass ich auch sehr viele Probleme so in den letzten Jahren immer wieder mal hatte. Und ich habe nur mitbekommen, dass tatsächlich so unser Vermieter, war ja auch gleichzeitig Chef von meinem Vater, mein Dad hat ja in der Spielothek gearbeitet, ihm ein Ultimatum gestellt hat. Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht, bis er das dann alles so erklärt hat. Ich habe wirklich alles mitbekommen. Er meinte dann halt so, okay, Herr Punkt, 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 Sie können sich jetzt aussuchen, entweder unterschreiben Sie die Kündigung, aber das hat er gebrüllt, jetzt bei dem Job, beziehungsweise bei dieser Firma, oder Sie unterschreiben die Kündigung zu diesen Wohnungen hier, wegen meine Eltern wohnen ja unter mir.
Und ich habe hier oben so eine eigene Wohnung so gesehen, so eine kleine, mit kleinem Badezimmer und so, sind ca. 35, 40 Quadratmeter, nichts Großes. Aber schon größer als die meisten Kinder ungefähr haben. Und ich war übelst schockiert wegen, ich dachte so, warum müssen wir jetzt ernsthaft wieder umziehen? Wegen, ihr müsst wissen, das hat man ja schon mitbekommen. In den letzten 2 Jahren, okay, 2,5 Jahren, 2 Umzüge. 2015 sind wir einmal umgezogen, nach der London-Klassenfahrt, kann ich mich noch erinnern. Und 2016 im Sommer sind wir halt hierhin hingezogen. Und ich dachte so, müssen wir jetzt wieder umziehen? So, es ging halt darum, dass mein Dad sich wohl öfter, wie ich es mitbekommen habe, Geld aus der Kasse genommen hat. Tatsächlich gibt es verschiedene Gründe, na, es gibt eigentlich nur einen Grund darum, warum er das getan hat. Ich kann das auch einfach so sagen. Das ist ja etwas, was immer noch ein relevantes Problem ist. Und zwar ist es halt nun mal so, mein Dad hat ja 2 Monate später einen Job verloren, aber dazu kommen wir gleich einfach mal. Wegen dieser Sache halt. Und im Endeffekt lag das echt nur daran, weil meine Mutter spielsüchtig ist unter anderem. Was sich halt so, boah, seit meiner Kindheit immer wieder so entwickelt hat. Ich habe das jahrelang schon so mitbekommen. Ich habe das jahrelang mitbekommen, dass meine Eltern überhaupt nicht mit Geld umgehen können. Dass die hier und da Geld hinschmeißen. Also mein Dad nicht, aber meine Mutter halt. Und dass sie sich auch nicht mit sich darüber reden lässt. Über viele Dinge. Vor allem auch über diese Sache halt. Zum Beispiel ist es halt nun mal so, ich bekomme ja BAföG und habe damit eigentlich viel mehr Geld als die meisten Jugendlichen. Vor allem, ich habe immer wieder mal einen Nebenjob, dass ich teilweise im Monat mehr zur Verfügung hatte als meine Eltern. Weil ich teilweise schon im 4-stelligen Bereich war, mit meinem Verdienst so gesehen. Einmal halt BAföG und einmal halt so durch Nebenjobs hier und da mal geholfen, ne? Und das ist halt immer noch so. Aber dazu kommen wir halt nochmal später, weil ich genauer darauf eingehen würde. Deswegen habe ich halt wirklich Geld ohne Ende so gesehen. Spiegelt sich auch in meinen Klamotten etc. wieder, weil das Ganze halt, ja, ich habe halt deutlich mehr Geld als die meisten Jugendlichen, ne? Wenn du fast im 4-stelligen Bereich bist, durch Nebenjob, BAföG etc. Ist natürlich schon einiges, ne? Und dann kam halt YouTube hier und da auch mal eine Spende dazu. Und immer wieder mussten sich meine Eltern in diesem Jahr, und das ist auch immer noch so, Geld von mir leihen. Dieser Betrag ist schon, boah, von den Schulden her weit im 4-stelligen Bereich. Aber ich meine, was soll ich machen? Also ich kann euch mal so diese Situation erklären. Tatsächlich kommt manchmal meine Mutter zu mir und meint dann so, ja, kannst du mir dafür Geld leihen, ne? Also jetzt wieder für die Spielothek. Und ich bin dann halt so straight und sag dann halt meistens nein, ne? Meinung straight raus. Jetzt könnt ihr euch natürlich denken, was in einer Familie beziehungsweise was bei einem Elternteil schieflaufen muss, dass der Sohn inzwischen schon teilweise mehr zur Verfügung hat als die Eltern. Ich bin ja komplett unabhängig tatsächlich auch vom Geld etc. her. Wirklich, hab mir alles selbst finanziert in diesem Jahr. Aber dazu kommen wir auch gleich nochmal. Vielleicht erkennt man jetzt manche Strukturen so bei mir. Also es ist eigentlich komplett logisch, was ich heute für ein Mensch bin. Man weiß, okay, ich will später mit Geld arbeiten in der Sparkasse, ich will Bankkaufmann werden, ich will so in die Führungsbereiche gehen. Und wenn man sich jetzt anguckt, meine Eltern können nicht mit Geld umgehen. Das ist mir in diesem Jahr auch so bewusst geworden, dass ich der Mensch, der ich heute bin, komplett geprägt von meinen Eltern bin. Weil ich einfach so sehe, okay, das und das wird falsch gemacht. Ich sehe sie einfach als Abschreckbeispiel. Das klingt halt voll böse, aber das ist leider so. Vielleicht kann man das jetzt auch verstehen, ne? Inwiefern ich so besessen bin von diesem und diesem Beruf. Besessen davon bin, das große Para zu machen. Vielleicht kann man es verstehen. Ich bin halt echt, na Mann. Ich weiß halt echt nicht, wie das Ganze, ja komm, wir erzählen es jetzt einfach, wie das Ganze hier reinpasst. Ich will ja auch meine Struktur behalten. Ich habe noch so viel zu erzählen.
Das hat halt alles schon so in meiner Kindheit begonnen. So viele Dinge. Also ich kann mich noch erinnern, unsere Familie hatte nie viel Geld, weil mein Dad immer zu faul war zum Arbeiten tatsächlich. Boah, das begann schon vor meiner Geburt, habe ich halt so mitbekommen, viele Geschichten. Ich habe ja auch schon letztes Jahr erzählt, dass meine Mutter eine lange Phase mit Alkoholproblemen hatte. Und dadurch, dass wir damals eine sehr kleine Wohnung hatten, habe ich alles mitbekommen, was in Streitereien rausgerufen worden ist. Da habe ich auch schon viele Geschichten über meinen Dad gehört, was er für Scheiße gebaut hat. Kann ich auch nochmal, also, das würde ich ungern erzählen, weil das tatsächlich nicht auf YouTube gehört. Aber da ist mir auch wieder bewusst geworden, warum ich so denke, wie ich heute bin. Weil ich schon als kleines Kind mir wahrscheinlich immer gedacht habe, so will ich nicht werden. Und deswegen bin ich jetzt einfach so geworden. Das ist echt extrem heftig, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke. Aber wie gesagt, ich habe als Kind schon immer so diese Streitereien mitbekommen. Ich kann mich sogar noch an einen Streit erinnern. Boah, ich glaube, da war ich 3 oder 4. Vier glaube ich noch. Boah, ich kann mich echt noch übelst genau an diesen Moment erinnern, weil das war ein Moment, den habe ich nicht verstanden. Ich hatte richtig viel Angst als Kind vor diesem Moment irgendwie. Ich war im Schlafzimmer meiner Eltern, lag auf dem Bett und habe König der Löwen geguckt. Dabei war die Tür zu und ich weiß nur noch, wie meine Mutter tatsächlich weinend in das Zimmer gekommen ist, sich ins Bett gelegt hat und angefangen hat zu weinen. Ich habe das als Vierjähriger, wie willst du schnallen, was da los ist, ne? Ich weiß noch, wie ich als Angebot gemacht habe, dass sie mitgucken kann, ne? Aber sie war geistesabwesend komplett. Komplett geistesabwesend, wirklich. Ich weiß echt nur noch, wie sie dann aufgehört hat. Mich hat sie komplett ignoriert. Wirklich, glaube ich, Mut gefasst hat. Aufgestanden ist, rausgerannt ist und dann habe ich nur noch weiteres Schreien gehört. Und weiter kann ich mich an diesen Moment auch nicht erinnern. Weil dieser Moment für mich so extrem schrecklich war. Das war so ein Moment, der prägend auch für dieses Verständnis war, wie meine Eltern überhaupt ticken. Was das für Menschen sind, die, ja, meine Eltern sind. Boah, ich bin gerade voll in Gedanken versunken, aber versuche nochmal meine Gedanken einigermaßen in Worte zu fassen. Ich weiß nicht, warum dieser Streit da war, aber der Hauptstreitgrund für all die Streitereien in den Jahren war auf jeden Fall immer das mangelnde Geld zu Hause. Wie gesagt, mein Dad war einfach zu faul zum Arbeiten, hatte immer Nebenjobs, Teilzeitjobs, hatte nie einen richtig festen Job. Hat sich nie einen Arsch aufgerissen für irgendeine Sache. Hat sich echt einen Fick drum gegeben, so gesehen. War halt echt zu Hause, das war so ein RTL-Leben, ohne Witz. War häufig da, hat Fernsehen geschaut, mehr auch nicht. Um mich wurde sich auch selten drum gekümmert. Also mein Dad hat selten was mit mir gemacht in der Kindheit. Und wenn, dann war er immer so aggressiv drauf. Also er hatte nie Bock darauf, das habe ich auch immer gemerkt, ne? Er hat zwar was gemacht, aber Lust dahinter war sehr gering. Und wenn ich so gesagt habe als Kind, okay, ich würde jetzt das und das gerne machen, irgendwie raus Fußball spielen. So, ja, was heißt Fußball spielen? Das ist zupassen halt nur, ne? Hat mir auch Spaß gemacht, aber ich kann mich echt nur erinnern, dass halt immer irgendwie Nörgeleien da waren. Oder ich halt so 30, 40 Minuten warten musste, bis wir was gemacht haben. Naja, auf jeden Fall kann ich mich noch an sehr viele Situationen erinnern, wo ich halt übelst Anschiss bekommen hatte. Das Ding ist halt, wir haben damals viel Post bekommen. Mit Rechnungen, Mahnungen, was weiß ich noch. Ich habe damals immer einen Auftrag bekommen, während mein Vater mit meiner Mutter in der Spielhalle war als Kind, diese Briefe zu verstecken, unter sein Kissen zu legen, damit meine Mutter das halt nicht sieht, damit es keinen Ärger zu Hause gibt. Und teilweise habe ich es halt echt vergessen, weil ich irgendwie, sie haben mich einfach oft vorm Fernseher gesteckt, sodass ich Fernsehen geguckt habe. Das habe ich dann halt häufig vergessen, weil ich halt meiner eigenen Welt war. Das klingt wie so ein Autist, aber ich saß einfach vor dem Fernsehen, hab Fernsehen geguckt, hab's dann halt vergessen und dann, als sie zu Hause waren, ne, gab's übel Stress, es wurde richtig rumgeschrien und später kam er halt zu mir,
meinte so, ja, es ist so toll gemacht, dass du das nicht versteckt hast und so. Und ich weiß noch, wie scheiße ich mich tatsächlich deswegen gefühlt hatte, weil ich das nicht gemacht habe. Weil ich so gesehen nicht mitgemacht habe beim Lügen. Das war übelst heftig, wie dreckig ich mich damals gefühlt habe. Vor allem, wegen den ganzen Rechnungen und Mahnungen weiß ich noch, wie oft der Gerichtsvollzieher einfach bei uns zu Hause war. Allerdings musste ich immer wieder weg. Also ich war entweder bei einem Kollegen, also da haben mich meine Eltern hingeschickt, so Eltern gefragt, ob es in Ordnung geht, ob ich da vorbeikomme. Aber es wurde nie was mitgenommen, weil wenn mein Vater was konnte, war es echt irgendwem was vorspielen, irgendwas lügen. Und das wurde beim Gerichtsvollzieher genauso gemacht, weswegen auch nie was mitgenommen worden ist. Aber diese Tatsache, dass dieser Gerichtsvollzieher immer wieder bei uns zu Hause war, es ist echt so eine Sache, die ich bis heute nie vergesse. Auch wenn du als Kind so diese ganzen Briefe mal so durchblättert hast, ne? Das ging ja weiter, bis ich 8 war oder so. Dann konnte ich auch diese gigantischen Zahlen lesen, die teilweise im fünfstelligen Bereich waren. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht, wegen ich bekomme da ja gar nichts mehr mit. Das ist heftig. Wenn du so überlegst, ne? Dir wird das als Kind gar nicht bewusst, was das ist. Im Normalfall, aber mir wurde das nach einer Zeit so immer bewusster und ich wusste, okay, was geht hier vor sich, ne? Ich wusste, wir hatten niemals viel Geld. Ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo wir teilweise nicht mal Geld für Eis hatten oder so, weil ich halt gerne als Kind irgendwie ein Spaghetti-Eis gegessen hatte. War immer mein Lieblingseis, aber da gab es echt Situationen, wo wir uns das echt nicht leisten konnten. Das war auf jeden Fall die damalige Zeit. Es gab viele Probleme wirklich und das hat sich auch nie wirklich geändert. Das ist wirklich bis heute so, teilweise, echt. Aber du lernst irgendwann damit zu leben. Gibt es noch irgendwas zu erzählen? Also, viele denken ja immer, vor allem im 2K-Special dieses Jahr, habe ich ja auch wieder einiges erzählt im Let's Go 2 letztes Jahr. Viele denken so, oh krass, was er durchgemacht hat und so. Klar ist es, aber ich sag's mal so, das sind teilweise noch so die harmloseren Dinge gewesen. Also es gab da noch wirklich einiges. Aber wenn ich wirklich so über alles reden würde, das Video wird locker 4 Stunden gehen mindestens, aber ich glaube, es gibt Dinge, die sollten tatsächlich erstmal so bei sich bleiben. Glaube ich zumindest. Wenn man darüber redet, es tut einem wirklich gut. Das merke ich auch jetzt schon wieder. Wie gesagt, das waren so die Geschichten von damals. Dass es auch damals übelst viele Probleme finanziell gab. Wie auch heute. Wirklich durch diesen absurden Grund. Weil meine Eltern nicht mit Geld umgehen können. Deswegen ist es, wie gesagt, einfach logisch, wieso ich im Endeffekt so denke, wie ich momentan denke. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, auf jeden Fall, diese ganzen Ereignisse waren übelst prägend, so für meinen Charakter heute. Aber was ich noch ganz gerne erzählen würde, bevor wir weiter mit dem Mai machen, was in diesem Jahr passiert ist, wenn wir schon mal bei diesen Geschichten waren mit dem Vermieter etc., worüber ich, glaube ich, noch nie mit jemandem geredet habe, was bis heute noch immer noch so in meinen Gedanken gefesselt ist, so gesehen, ist tatsächlich der Sommer 2014. Das war tatsächlich die schlimmste Zeit meines Lebens. Ungelogen. Nicht mal die Zeit, wo ich 13 war und die Essstörung eingetreten ist, sondern das war noch viel schlimmer tatsächlich. Das waren 6 Wochen ungefähr. Boah, wenn nicht safe sogar länger. Das war eine übel schlimme Zeit. Wo ich jeden Tag in meinem Zimmer saß. Mit zugezogenen Jalousien ungefähr. Und den ganzen Tag nachgedacht habe. Warum das so war, das war auf jeden Fall die Höchstzeit der Probleme, die wir zu Hause hatten. Auch mit meiner Mutter und ihren Alkoholproblemen. Jeden einzelnen Tag betrunken tatsächlich gewesen. Teilweise 2 Wodkaflaschen an einem Tag habe ich mit angesehen. Und du hast sie natürlich viel angehört, auch von deiner betrunkenen Mutter so gesehen, was die auch zu dir gesagt hat etc. So, die Sätze, die damals fielen, habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Wenn du sowas hörst, ne?
wenn deine eigene Mutter zum Beispiel sagt, dass du für ihn gestorben bist, dich anfängt zu beleidigen, sagt, also damals, weil ich halt Hilfe geholt habe in irgendeiner Form, dass sie zurück zur Ukraine fährt und ich dann hier mit meinem Vater verrotten kann, ist... Das sind Dinge, die bis heute sehr prägend für mich waren und ich auch niemals vergessen werde, auf gar keinen Fall, ne? Wenn ich so überlege, wenn ich mir so andere Familien anschaue, war das immer so ein Wunschdenken, so ein normales Familienleben zu haben. Das ist bis heute auch so ein Wunschdenken von mir. Aber dazu würde ich ganz gerne erst später im Video kommen, weil das eher zum Dezember passt. Ja. Also ich kann mich noch an diesen einen Nachmittag, es war gegen 16, 17 Uhr, kann ich mich noch ganz genau erinnern. Ich habe Sherlock geguckt zum ersten Mal, war voll fasziniert von der Serie, Mutter wie immer zu Hause betrunken, Vater hat zum ersten Mal Arbeit gefunden. Weiß ich noch, wie sie im Flur war? Am Skypen mit der Familie aus der Ukraine halt. Zumindest lag das Telefon im Wohnzimmer. Anscheinend haben sie nicht gemerkt, dass sie betrunken war, obwohl ich das überhaupt nicht weiß, wie man das nicht bemerken kann. Hat sie im Flur hingekotzt. Und das Verstörende an dieser Sache, beziehungsweise das, was ich halt niemals vergessen werde, sie kam dann halt so zu mir rein. So voll im Befehlston und meinte, mach das weg. Das war ohne Witz das eines der verstörendsten Dinge überhaupt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt, aber ey, es ist bis heute so eine Sache. Weiß ich nicht, ne? Ich habe damals halt so meinen Dad auf der Arbeit angerufen, meinst du, ja, was soll ich machen? So mit einer weinerlichen Stimme schon. Habe ich halt diesen Teppich genommen und entsorgt, ne? Draußen irgendwo, ich weiß auch nicht mehr ganz genau wo. Das konntest du nicht mehr rausbekommen, ohne Witz. Das war, ja, der Sommer 2014, Sommerferien. Sehr schön, wenn Kinder sowas sehen. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. Aber ich find's gut, dass ich heute relativ locker darüber reden kann. Also ich habe keine Skrupel mehr darüber. Und es tut auch gut im Endeffekt, so ein bisschen über die vergangene Zeit zu reflektieren. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr prägende Dinge. Vielleicht erkennt man jetzt so dieses Muster, warum ich so denke, wie ich denke. Und warum ich jetzt an dieser Stelle hier bin. Ich habe mir so viele Statistiken angeschaut, ne? Eltern waren ja jahrelang arbeitslos, ne? Wie viel Prozent tatsächlich von solchen Eltern einen höheren Schulabschluss machen, zum Beispiel Abitur, und diese Prozentanzahl ist ja übelst gering. Das ist mehr als gering, das hätte ich nie gedacht. Teilweise unter 10% habe ich gesehen. Das ist echt heftig. Ich wusste halt nie, ich hatte keine Perspektiven. Also ich meine, welche auch. Die einzigen Perspektiven, die ich im Endeffekt hatte oder jetzt habe, habe ich mir selber geschaffen. Und ich meine, wenn man mich so anschaut, viele sagen mir auch, okay, hätte ich nie gedacht, dass du sowas durchgemacht hast tatsächlich. Man merkt es mir halt nicht an, weil ich so von Natur aus ein übelst glücklicher Mensch bin. Aber ich merke halt immer wieder auch jetzt, dass meine Eltern mir so in so vielen Dingen einfach die Laune in vielen Situationen versauen. Die einzig schlechte Laune tatsächlich kommt immer von meinen Eltern. Weil ich so sehe, weil sie sich selber dieses Leben kaputt machen. Und teilweise mich mit hinunter in dieses Boot ziehen. Das ist halt, weiß ich nicht. Also die Message wieder von diesem Video soll sein, ne, dass egal in was für einer scheiß Situation du bist, dass du immer das machen kannst, was du willst. Du musst halt im Endeffekt nur das wollen und dran glauben. Aber jetzt kommen wir zum Mai, weil ich diesen deepen Talk nicht so lang halten will. Der kommt noch am Ende, vielleicht ein bisschen mehr. So, zum Mai. guter Themenübergang. Der Mai begann tatsächlich auch sehr deep. Kollegen von mir haben Ähnliches durchlebt. Nicht in diesem Schweregrad, zumindest der eine Kollege. Aber hat auch schon einiges durchlebt mit seinen Eltern. Aber bei denen ist die Familiensituation doch noch ein bisschen besser.
haben natürlich auch Unterstützung von den Großeltern, was bei mir natürlich nicht so ist, aber wo ich auch nochmal zum Ende des Videos ungefähr nochmal dazukommen will. Tatsächlich war das einer der Gründe, warum ich die YouTube-Pause gemacht habe. Ein Kollege von mir hat mit mir tatsächlich über Suizidversuche von ihm so gesprochen. Und das hat mich übelst geschockt. Irgendwann so ein Kollege, den du wirklich, ein Kumpel, ein Freund, den du seit Jahren kennst, die sowas sagt, ne, das ist echt heftig. Also der war echt, soll sie nicht schwul anhören oder so, echt weint in meinen Arm. Also das war echt so ein Moment, wo ich über so viele Dinge nachgedacht habe. Das war einer der Gründe, warum ich wirklich eine YouTube-Pause machen wollte und im Endeffekt auch gemacht habe, aber das war erst später. An diesem Abend habe ich natürlich noch übelst mit ihm gesprochen, meine anderen Freunde auch so, wir haben ihn beruhigt und so und haben gesagt, dass wir für immer für ihn da sind, ne? Was ja auch stimmt. Weil wir einfach so viele Situationen durchlebt haben, so im Freundeskreis. Das ist übelst heftig, was wir alles durchlebt haben. Kann man so viele Geschichten erzählen. Heftig. Aber dazu werden wir auch nochmal kommen. Warum ich inzwischen meine Kollegen so als meine Familie ansehe. Aber wie gesagt, das... Och Mann, können wir nicht einfach zum Dezember rushen? Nee, wir müssen schon alles bereden. So, aber jetzt kommen wir wieder zu ein bisschen fröhlicheren Themen. Dann war ich auf einem Geburtstag in diesem Monat, der auch sehr prägend war, beziehungsweise wo mir was Lustiges in Erinnerung geblieben ist, von einem meiner besten Kollegen. Und da war so ein Mädchen, was ich halt relativ interessant fand. Und ich dachte so, okay, wir können ja versuchen, mit der Kontakt aufzubauen. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt ein anderer Typ. Ich weiß immer noch nicht, was mit dem los ist. Der war sehr komisch, stand auch auf sie anscheinend, ne? Aber die waren nicht zusammen. Aber er hat gesagt, sie waren zusammen, sehr, sehr komisch, aber sie meinte selber, dass er extremst komisch ist. Sie hatten mal was, so irgendwie kurz. Wurde mir auch so erzählt von meinen Kollegen. Naja, ich war auf jeden Fall auf der Feier. Hab mich an sie rangeschmissen, so gesehen natürlich. Und... dann kam irgendwann dieser Typ viel später, irgendwann so halb elf, elf. Das hat er dann halt so gesehen, dass ich mich so an die rangeschmissen hatte. Und dann waren wir, wegen meinem Kumpel hat er so einen Bauernhof so gesehen und hinter diesem riesigen, boah, wie nennt man das? Carport? Ich glaube schon, ja, ich glaube nicht, dass man das Carport nennt, aber nehmen wir einfach mal an, ein Carport wäre deutlich größer. Nehmen wir das einfach so. Auf jeden Fall waren wir in so einer riesigen Hütte, Carport, je nachdem, wie man das nennt. Und wir sind dahinter gegangen, weil halt niemand war. Da meinte er halt so, fängt an mich so zu umarmen, war wahrscheinlich auch voll besoffen. Meinte dann halt so, Bruder, ich mag dich echt gern. Aber wenn du so weitermachst, muss ich dir leider wehtun. Und das war so ein Moment, wo mir halt so ein richtig fettes Grinsen so übers Gesicht gekommen ist. Das war voll der weirde Moment. Der fängt an mich so zu umarmen. Und vor allem, ich kann ihn halt nicht ernst nehmen, weil er halt so Jujutsu macht. Und Jujutsu-Kampfsportler kann man generell nicht ernst nehmen, wenn du Kickboxen machst. Naja, auf jeden Fall hat der Tag so geendet, dass er im Endeffekt, er hat halt so gesehen, dass wir uns am Ende so umarmt hatten. Das hat er gesehen, hat seinen Rucksack genommen und ist abgehauen einfach so. Und irgendwen Tschüss zu sagen, ohne dem Gastgeber Tschüss zu sagen, voll weird. Und mir wurde erzählt, dass er in dieser Nacht in den Wald gelaufen ist mit einer Axt und angefangen hat, Bäume zu fällen, fast zum Heiligen. Das war so komisch. Der Typ ist generell so komisch. Vor allem, der hat angefangen so bei ihm, der hat vor allem bei sich zu Hause die Tür eingetreten, voller Wut, ne. Gut. Also ich muss sagen, von der Masse, ne, hätte er klar gewonnen, weil er, glaube ich, 110 Kilo wiegt und ich dann mit meinen 82 Kilo, ne, was will ich machen? Der ist deutlich, pompöser gebaut, sagen wir es so, ne. Aber halt undefiniert. Es macht ja keinen Unterschied. Masse bleibt Masse. Naja, war halt so die Geschichte. Dann am Vatertag dieses Jahr, das war auch im Mai, war ich da mit meinem guten Freundeskreis unterwegs. Dann haben meine Kollegen mit dem ersten Freundeskreis meinen zweiten Freundeskreis so gesehen kennengelernt. Wir waren, glaube ich, 15 Leute am Vatertag oder so, sind dann halt so rumgegangen im Endeffekt. Dieses Mädchen war halt auch dabei. Das lief dann an diesem Tag echt gut. Das war echt ein entspannter Tag. Das war auch schon so das, was ich erzählen wollte, so über Vatertag. Aber das Problem bei dem Mädchen war jetzt im Endeffekt, sie hat halt immer voll wenig geschrieben, voll abwesend oder so. Irgendwann dachte ich so, ja okay, ne, wenn sie keinen Bock auf mich hat, habe ich auch keinen Bock mehr darauf, ne.
habe ich irgendwann nicht mehr zurückgeschrieben. Dann war ich in diesem Monat noch auf einer Feier. Jetzt bald beginnen die James Dean Frauenheldengeschichten hier. Tag davor war ich mit meinem Kollegen im Fitnessstudio. Meinte er so zu mir, ey, yo, Digga, so die und die hat mich gestern auf dich angesprochen. Sie findet dich anscheinend ganz nett und so. Und ich dachte mir so, obwohl ich sie halt noch nie kennengelernt habe, wahrscheinlich von Bildern oder so. Auf jeden Fall war sie auf einem Geburtstag, wo ich dann auch eingeladen war. Also wo mich ein Kollege mitgenommen hatte. Dann habe ich dieses Mädchen da kennengelernt, fand sie halt voll nett und so. Lief auch voll gut bei uns, aber dann war dieses Mädchen von Vatertag und der anderen Geburtstagsgeschichte mit dem Axtläufer. Dieses Mädchen war da auch so. Dann hat sie halt so gesehen, wegen dieses eine Mädchen, was mich so interessant fand, was mein Kollege mir erzählt hatte. Boah, sehr verwirrend, diese Geschichten hier. Meinte, hat sich dann halt so bei mir so auf dem Schoß hingesetzt, ne, ganz normal, weil kein Stuhl mehr frei war. Auf einmal begann es. Das andere Mädchen hat Aufmerksamkeit gezeigt. Das fand ich halt zu diesem Zeitpunkt so voll verwirrend. Ich meinte so, hä? Jetzt zeigst du auf einmal Aufmerksamkeit, wo du siehst, okay, er ist in Gefahr, ein anderes Mädchen zu gehören, ne? Fand ich immer so schwachsinnig, aber so ist es halt bei Mädchen, ehrlich. Wurde mir auch mehrmals bestätigt. Naja, auf jeden Fall wollte sie dann noch an diesem Abend mit mir reden. Meinst du, hey, yo, was läuft denn da mit der... Ich meine, ich dachte, wir machen was. Ich sag so, ja, tut mir leid, du hast mir auch nie geschrieben und so. Deswegen dachte ich so, ja, okay, du hast kein Interesse, ne? Hat sich dann geklärt, diese Situation. Aber ich hatte halt trotzdem echt kein Interesse mehr daran. Wegen, wenn du erst ankommst, wenn du siehst, dass etwas in Gefahr ist, so gesehen, ne, ist ja voll schwachsinnig. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mit dem anderen Mädchen, was so Interesse bei mir hatte, was mein Kollegen auch gefragt hatte, diesbezüglich hatte ich mit der Kontakt. Ich glaube, 4, 5 Treffen hatten wir oder so, immer bei Kollegen und dann mal bei mir und so. Lief alles sehr gut. Hab auch so eine Euphorie gespürt, beziehungsweise so ein bisschen Gefühle. Dann war sie halt, wie gesagt, einmal bei mir. Und einen Tag später war das im Endeffekt so. Wir waren auf derselben Feier. Aber sie hat mich so vollkommen ignoriert auf der Feier. Ich dachte so, hä, was ist denn jetzt los, ne? Ich habe mir nicht meinen Teil gedacht, wegen ich habe einen meiner besten Kollegen mitgenommen. War mit Kollegen da, hab den Abend so gesehen genossen, auch wenn sie da war. Aber später dachte ich so halt so, okay, keine Ahnung, kannst mal fragen, was los ist, ne? Hab ich halt so mit ihr geredet, meinst so, hey, ist alles in Ordnung? Meinst du, ja, alles gut und so. Und ich dachte halt im Endeffekt, ja, irgendwie nicht. Dann habe ich ihr halt so gesagt, okay, ich mag sie halt echt gern. Das soll sie halt nur wissen. Hab ich ihr halt so gesagt. Aber trotzdem hatten wir an diesem Abend kaum Kontakt, hat sich immer ferngehalten von mir. Hat auch mit einem Kollegen von mir gesprochen, dass sie anscheinend kein Interesse hat, aber davor halt bei mir ist, anfängt zu kuscheln und noch andere Dinge so gesehen, ne? Finde ich halt so absolut komisch. Naja, auf jeden Fall ging ich dann tatsächlich wutentbrannt nach Hause, musste noch circa 3,5 bis 4 Kilometer nach Hause laufen, war nachts übelst kalt. Hab dann wieder mit meinem YouTube-Kollegen telefoniert, der immer ein offenes Ohr hatte für solche Geschichten, der mir auch immer geholfen hatte. Und der mich dann auch aufgemuntert hatte, so in mancher Hinsicht, dass ich das Ganze nicht so klar sehe in diesem Moment, weil ich halt zu wutgeladen bin. Boah, ich habe gerade voll vertickt, dass ich, voll vercheckt, dass ich reden muss. Naja, auf jeden Fall, das wurde so der Abend. Dann am nächsten Tag bekomme ich halt so eine WhatsApp-Nachricht. Jo, tut mir leid, dass ich es gestern nicht persönlich gesagt habe, aber ich habe noch für den und den Gefühle. Tut mir leid. Und ich denke mir so, hä? Warum machst du dann was mit mir und machst dann das und das? Voll dämlich. Vor allem, was ich sehr belustigend fand, mein Kumpel hat mir so auch Chatverläufe so gezeigt von ihm und ihr. Da hat sie halt so geschrieben, yo, er hat mir ja nicht gezeigt, dass er mich mag und so. Was voll schwachsinnig ist, weil ich am Abend zuvor das gesagt hatte, dass ich sie echt gern hab und so. Ne, ist. Naja, das war auf jeden Fall so diese eine Geschichte. Aber im Endeffekt bin ich froh, dass das nicht geklappt hat. Weil wir voll verschiedene Charakterzüge haben.
Sie ist echt so ein Mensch, die zieht vielleicht 3 Wochen was durch und dann hat sie keinen Bock mehr darauf, ne? Bin ich halt überhaupt nicht. Wenn ich bei was dabei bin, dann ziehe ich das straight durch und mach das und das. Deswegen bin ich froh, dass es so gekommen ist, aber das war auf jeden Fall sowas, was ich nicht verstanden habe. Naja, so. Dann sind wir im Juni angekommen. Im Juni war dann die allererste YouTube-Pause, die der ein oder andere eventuell mitbekommen hat. Aufgrund erstmal dessen, dass diese Probleme mit meinen Kollegen da waren, wo ich halt so gern Zeit mit ihnen verbracht habe, statt mit YouTube. Und wo im Endeffekt, wie ich glaube ich schon im 2K-Special gesagt habe, mein Dad seinen Job verloren hat, wegen dieser einen Sache, die ich vorhin erzählt habe, wegen diesem Problem mit der Kündigung etc. Und das war halt das übelste Problem. Seitdem war halt echt zu Hause immer die Hölle los. Auch wegen dem Vermieter, weil er so oft hier hingekommen ist, rumgeschrien hat. Das ist natürlich sowas, das lässt sich auch, obwohl ich halt nicht Schuld an dieser Situation habe, nicht kalt. Klar denkst du darüber nach, über diese Situation, die du momentan hast, ne? Und ich dachte so, okay, komm, da kann ich echt nicht so dieser gut gelaunte Typ sein, der sonst immer vor der Kamera sitzt. Braucht eine Pause, so einen Kopf wieder klar zu bekommen. Lösungsansätze zu Hause suchen. Weil du der Einzige bist, der im Endeffekt Lösungsansätze sucht. Und deswegen halt, ne? Das war halt so der Hauptgrund für die YouTube-Pause. Tatsächlich und ja. Aber die Pause wurde intensiv genutzt für die 2000 Abonnenten-Special Vorbereitungen. Das war ja im Endeffekt ein bisschen aufwendiger, das Video. Ich habe ja auch extra ein Graffiti machen lassen. Mit einem Kollegen und noch einem Kollegen als Kameramann so gesehen. Und ja. Das war ganz chillig, der Tag, wirklich. Wir waren halt so den ganzen Tag unterwegs. Es war übelst geiles Wetter, es war übelst warm, aber es hat schon gebockt auf jeden Fall. Es hat übelst viel Spaß gemacht. Sind coole Bilder entstanden. Und ja, die darauffolgenden Tage waren halt auch noch mit so den restlichen Tagen der Schule geprägt. Man hat die letzten Klausuren geschrieben, letzten Klausuren wiederbekommen. Also es war halt echt nichts Besonderes mehr, nur noch so Ausklingen des Schuljahres hauptsächlich. Und da habe ich natürlich auch schon so begonnen, das Skript für das 2K-Special zu schreiben. Ich habe mir schon seit Anfang des Jahres so Gedanken gemacht, wie du das Ganze so gestalten könntest, diese 2000 Abonnenten-Special. Und ja, im Endeffekt wurde es halt so, wie es geworden ist. Dann, etwas ganz Prägendes, weil ich halt vor einer größeren Zuschauerschaft so gesehen ein paar Live-Reactions gesehen habe. Wegen Hübi hat ja zum Beispiel live reacted darauf, auf dieses Video. Und was ich halt so echt interessant fand, es wurde alles so mit extremst viel Skepsis angesehen. Was ich persönlich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, komisch fand. Wirklich fast alles wurde irgendwie mit Skepsis angesehen. Vor allem auch im Chat habe ich so drauf geachtet. Ich habe so als erstes mich nicht zu Wort gemeldet, weil ich weiß, dann würden viele anders reagieren oder schreiben, ne? Vor allem fand ich halt voll lustig, dass da ein YouTuber im Chat war. Ich nenne jetzt keinen Namen. Der war halt so immer nett zu mir, ne? Und auf einmal, also nett zu mir, hat nie ein schlechtes Wort verloren. Und dann so am Ende, so im Chat zumindest, ne? Hat übelst abgelästert, dass das und das richtig scheiße wäre. Ich dachte mir so, ja, okay, falls du irgendwann mal wieder ankommst, ne, weiß ich ja Bescheid, wie ich mich zu verhalten habe. Also da fand ich die Reaktion wirklich sehr interessant von vielen Leuten. Aber wie gesagt, jedem seine Meinung im Endeffekt. Aber so in den Kommentaren, wie auch im Real Life oder sonst so, wurde ich halt nirgendwo negativ angesprochen. Wirklich nur da wurden so viele negative Aspekte genannt. Aber mir persönlich halt im keiner die Eier, das zu sagen. Beziehungsweise da ist auf einmal alles gut so gesehen. Das finde ich auch immer wieder interessant, dass viele so ihre Meinung, die sie über irgendjemanden haben, nicht persönlich sagen können, sondern erstmal Schutz im Internet suchen. Naja, was soll's. Ich will mich auch nicht zu lange mit diesem Thema beschäftigen, weil jetzt ein sehr, sehr prägendes Thema für dieses Jahr kommt. Habe ich schon erzählt? Aber nicht mit allen Details. Ich habe ja erwähnt, dass ich dieses Jahr im Sommer ein Mädchen kennengelernt hatte, was mir sehr zu denken gegeben hatte. Also ich habe dieses Mädchen immer wieder bei mir im Bus gesehen,
ich habe sie wahrgenommen, sie hat mich wahrgenommen, das habe ich auch gemerkt. Und irgendwann war im Club bei uns in der Nähe, 20 Kilometer entfernt ungefähr, ein Abschluss von einem Kollegen von mir. Er ist ja leider mal sitzen geblieben, weswegen sein Abschluss ein Jahr später war. Wir sind natürlich mitgekommen, ne? Sein Abschluss feiern, easy going. Ne? Aber sie hatte auch ihren Abschluss, wegen dieser Abschluss in diesem Club waren von verschiedenen Schulen. Und das war auch von der Schule, wo ich halt zur Schule gehe. Halt in NRW. Und da war sie halt auch im Club. Sie hat mich gesehen, ich habe sie gesehen. Sie hat mir zugelächelt, ist weitergegangen. Ich dachte so, okay, du findest sie eigentlich ganz nett. Wieso sprichst du sie nicht mal an, ne? Hab sie auf jeden Fall verloren. Ich meinte zum Kollegen, der von meiner neuen Stufe auch mitgekommen war. Jo, Digga, lass sie mal suchen unbedingt, ne? Aber ich war schon übelst weg, hab richtig viel getrunken. Das war ein sehr guter Abend. Zwischendrin habe ich gefragt, jo, wen suchen wir eigentlich, ne? Hat sie selber übelst gefeiert. Dann später waren wir auf der Tanzfläche. Ich sagte so, ja, okay, kannst du nichts machen. Genieß den Abend einfach, kümmere dich nicht um solche Geschichten. Dann auf der Tanzfläche, das war der übelste Zufall, ohne Witz, ne? Ich tanze halt so, guck ein bisschen nach links, auf einmal ist sie da. Ich so, wow. Dann dachte ich mir so, okay, versuchst du es jetzt? Ich dachte mir so, was habe ich schon zu verlieren, ne? Wegen, ich habe zwei andere Typen gesehen, haben um sie herum getanzt, aber haben sich anscheinend nicht getraut, sie anzutanzen oder anzusprechen oder was weiß ich auch immer. Ich habe sie auf jeden Fall als James Dean so angedanced und sie hat sich auch übelst gefreut, das habe ich gesehen. Dann haben wir halt so getanzt, haben so Hi Hi gesagt, so gesagt, jo, wie wir heißen und so, sind dann halt rausgegangen, haben uns ein bisschen unterhalten, zurück auf die Tanzfläche. Und ohne Witz, ich habe selten wie in diesem Moment einfach komplett den Kopf frei gehabt. Ich hatte übelst viel Spaß, ich habe einfach alles um mich herum vergessen. Und das war einfach nur richtig heftig. Ich dachte so, wow, das ist echt brutal, ne? Auf jeden Fall war das im Endeffekt so, wir haben weiter getanzt und irgendwann sagt sie, yo, ich gehe jetzt wieder zu meinen Freundinnen und so. Sag ich so, kein Problem, ne? Haben uns später wieder im Club getroffen. Hab dann halt so nach der Nummer gefragt und sie meinte halt so, dass ihr Handy in der Tasche wäre, was im Endeffekt auch stimmte. Aber ich dachte in diesem Moment, das wäre eine Ausrede. War es aber anscheinend echt nicht. Dachte so, scheiße, so am nächsten Tag, jetzt habe ich nicht ihre Nummer, kann ich schreiben oder so. Und dann halt so am Montag, nach diesem Freitag, wo wir im Club waren, war ich an der Schule, bin ihr auch so begegnet, ne? Hat mich auch voll begrüßt, so meint so hi, meinte ich auch so hi zurück, ne? Und ne, das war ja schon ein gutes Zeichen so an sich. Aber im Endeffekt hat mir doch ihre Nummer gefehlt. Aber ich kannte einen Kollegen, also einige Kollegen konnten mir so die Nummer besorgen, weil sie halt so irgendwie Kontakt zu Freundinnen von der hatten. Aber ich wollte das halt nicht so, weil das voll komisch rüberkommt. Deswegen habe ich mir von einem Kollegen den Snapchat-Account rüber schicken lassen, weil das besser ankommt, als direkt die Nummer zu schicken. Habe ich halt so ein Snap geschickt, so, hey. So mit einem richtigen Bonsenbild von mir natürlich. Meinte sie halt so, hey, yo, woher hast du meinen Snapchat-Account? Ich meinte so, yo, von einem Kollegen, ich hoffe, das geht in Ordnung. Sie so, ja klar, kein Problem und so. Und so hat der Kontakt stattgefunden. Haben halt geschrieben in der Schule. Muss ich ehrlich sagen, dass ich immer noch Probleme hatte, mit Mädchen zu sprechen, ohne Alkohol. Und sie war ja im Schulflur bei uns, weil sie auch in die Oberstufe gekommen ist. War sie auch bei uns im Oberstufengebäude, also halt so in diesen letzten zwei Wochen in der Schule. So, und dann war sie halt so mehrere Male auf dem Flur. Und das war echt eine Selbstüberwindung, sie in irgendeiner Form anzusprechen. Mein Kollege so, ja komm, sprich sie jetzt an, das kann nicht so schwer sein. Ich meinte so, ja okay, lass mir noch Zeit, ne? Und dann so kurz gegen Ende der ersten Pause hatte ich dann so, okay, so einmal gesagt, ja, okay, komm, hey, habe ich so gesagt, ne, haben ein bisschen gesprochen und so hat der Kontakt stattgefunden und wir saßen ja auch im gleichen Bus, dann habe ich mich morgens zum Beispiel statt zu meinen Kollegen nach vorne einfach gesetzt, einen Platz freigehalten und so lief der Kontakt, ne, es war mehrere Wochen so, dann ging es zu den Ferien, wir sind jetzt schon im Juli angekommen, Schule lief gut, waren halt die letzten Wochen, es war Sommer, es war teilweise gutes Wetter hier in Deutschland, teilweise. Ich war absolut glücklich in dieser Zeit, also es lief einfach alles, was ich angefasst habe, lief. Das war voll heftig, hab mich übelst gut gefühlt in dieser Zeit. Und
Dann kamen die Ferien, an dem Freitag 3 Stunden Zeugnisse gab es, ne, saßen auch wieder nebeneinander im Bus, haben so geredet über Ferienpläne und so. Und an diesem Tag hat mich ein Kollege angeschrieben, meint so, yo, morgen Feier bei mir, kannst ruhig jemanden mitnehmen, ne? Hab ich so gesagt, okay, wen könnte ich mitnehmen? Ich dachte so, okay, vielleicht kann man sie ja fragen, ob sie Bock hätte, und tatsächlich hatte sie Lust, mit auf diese Feier zu kommen. Und dann auf dieser Feier, das war auch wieder unbeschreiblich, so die Gefühle, die ich da teilweise hatte. Das war heftig. Übelst heftig. Ich habe mich bei dieser Person einfach so mega frei gefühlt. Also, das war zum allerersten Mal so dieses Wow-Gefühl, richtig. Also, das hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ja, dann auf der Feier lief alles super gut. Das war ein wunderschöner Abend, ohne Witz. Dann am Tag danach, am Morgen haben wir auch ganz normal geschrieben, hab gefragt, yo, bist du gut nach Hause angekommen und so. Alles normal. Und dann gegen Abend so, wurde die Schreibweise von ihr so anders. Es hat sich irgendwas verändert. Sie hat zum Beispiel keine Gegenfragen mehr gestellt. Also morgens war alles gut, abends nicht mehr. Wie gesagt, hat angefangen, keine Gegenfragen mehr zu stellen, voll abwesend geschrieben und so. Und nach so ein paar Tagen dann dachte ich so, ja, okay, wenn da halt nichts mehr kommt, lasse ich mal so Abstand, lasse ich sie mal in Ruhe, so gesehen. Und dann hieß es so einen Tag später, yo, tut mir leid, dass ich dir das jetzt schreibe und so, aber momentan habe ich keinen Bock auf eine Beziehung. Da dachte ich mir so, wow, okay, ja, scheiße. Das war echt ein Moment. An diesem Tag war ich mit einem Kollegen im Freibad, weil ich irgendwas mit einem Kumpel machen wollte, um Kopf frei zu bekommen. Ich will nicht sagen, dass für mich eine Welt zusammengebrochen ist oder so, aber es war halt echt ein Moment, der mehr als enttäuschend war. Wegen du hattest eine Person, mit der konntest du reden, es gingen nie die Themen aus, du hattest Spaß mit der zu reden. Du hattest generell einfach so viel Spaß mit ihr, konntest den Kopf abschalten, hast alles vergessen. Und dann kommt sowas. Das war echt ein Zusammenbruch. In vielen, vielen Dingen, in sehr vielen Dingen. Und ab diesem Moment begann für mich auch eine Downphase, die sich echt 4 Monate lang anhielt. Wegen dieser Aktion, wirklich. Das war absolut heftig, ohne Witz. Ich kann auch gleich zu einer Augustfeier kommen. Aber dazu komme ich gleich erst, weil davor noch einige Dinge passiert sind. Oder war diese Feier im Juli? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die war im August, aber dazu kommen wir gleich mal. Das war auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit im Juli. Das war Mitte Juli ungefähr, diese Ereignisse. Ja gut, wir kannten uns nur ein paar Wochen, aber das war für mich schon irgendwie... Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, dass ihr mal so ein Gefühl für eine Person hattet, aber das war... richtig heftig, ohne Witz. Aber gut, das war halt so diese ganze Sache da. Ich brauchte Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Falls wer hier das Animal Crossing Let's Play verfolgt hatte, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die ersten Sätze des ersten Partes erinnern könnt, in Animal Crossing, wo ich meinte so, yo, ich starte dieses Let's Play jetzt, obwohl ich halt in einer total nachdenklichen Situation bin. Das war genau aus diesem Grund. Weil mir an diesem Tag das geschrieben worden ist von ihr. Aber ich wollte einfach ein Part raushauen. Ich wollte das machen, was mir zu diesem Zeitpunkt am meisten Spaß gemacht hat, diese Plattform. Das ist echt heftig, was da so passiert ist. Auf jeden Fall, Animal Crossing hat gestartet. Ich habe weiterhin YouTube gemacht, um mich irgendwie abzulenken in den Sommerferien. Viele meiner Kollegen waren in der Ausbildung, sind in der Ausbildung, hatten deswegen nicht immer Ferien, war häufiger mal zu Hause. Das war so diese Zeit, wo ich dann sehr viel drüber nachgedacht habe, was passiert ist so in letzter Zeit und ja. Naja, auf jeden Fall in dieser Zeit ist mir auch was passiert, YouTube-mäßiges. Ich werde auch einfach mal einen Namen droppen, weil, weiß ich nicht, warum sollte ich keinen Namen erwähnen, ne? Und zwar Maxify. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis eigentlich immer zu ihm, ne? Und dann war das Juli so. Er hat mich angeschrieben, meint so, yo, ich will mein 100.000 Abonnenten-Special machen. Könntest du mir einen Counter machen?
Ich sagte, ja klar, kein Problem, ne? Das ist ja keine große Sache. Ein bisschen After Effects rein, dies, das machen und dann hast du einen Counter, ne? Alles gut. Habe ich so einen Counter für ihn gemacht? Dann wurde es kritisiert wie sonst was. Ich glaube, das erste war als erstes das Font, dass das Font falsch wäre. Meinte ich so, ja, okay, kann ich ändern, ne? Hab das Font geändert, nochmal durchgerendert, nochmal alles bearbeitet. Dann hieß es so, jo, Geschwindigkeit passt mir nicht. Ich denke mir so, warum sagst du mir das nicht vorher? Die Geschwindigkeit habe ich jetzt nicht geändert, ne? Sag ich so, ja, okay, ändern wir das nochmal. Dann hieß es, ja, keine Kontur oder Schlagschatten drin. Ich denke mir so, Junge, man kann es auch ein bisschen übertreiben mit den Dingen. Warum sagst du mir das nicht vorher, ne? Und ich muss sagen, das fand ich zu diesem Zeitpunkt übelst asozial, aber ich habe trotzdem diesen Counter gemacht, ne? Und dann kam sein 100.000 Abonnenten-Special raus. Und meint ihr, es wurde irgendwo mal Danke gesagt? Nein. Mir ging es nicht darum, dass ich nicht verlinkt war. Ist mir scheißegal. Er hat halt so ein Video gemacht, wo er so Kanal zusammengefasst hat, ne? Ich war ja auch in manchen Videos vertreten bei ihm. Und die Videos wurden überhaupt nicht mit reingenommen. Da dachte ich so, ja, okay, kann man machen, ne? Weil ich wahrscheinlich keine große Reichweite habe oder so, ne? Ich meine, Typen wie Zombie und so haben eine größere Reichweite, deswegen sagt man zu denen Dankeschön, ne? Aber ja, muss er halt selber wissen, was er macht, ne? Es ging mir auch nicht darum, dass er nicht im Video war oder nicht verlinkt war, aber er hat noch nicht mal privat zu mir Danke gesagt. Das fand ich bis heute übelst asozial, ohne Witz. Wenn noch irgendjemand was für mich macht und ich das so hart kritisiere, dass das und das immer wieder falsch ist, bedanke ich mich am Ende noch bei ihm, im Normalfall eigentlich, ne? Kam von der Person nicht. Und seitdem bin ich echt am Überlegen, was das eigentlich teilweise für ein Mensch ist in mancher Hinsicht, ne? Klar, werden mich vielleicht die, die ihn mögen, haten, aber ist das, was mich übelst abgefuckt hat. Seitdem hatten wir auch keinen Kontakt mehr. Er hat auch keinen Kontakt mehr gesucht. Okay, habe ich halt was für ihn gemacht und kam kein Dankeschön zurück, ne? Merke ich mir halt, also, ja, fand ich bis heute halt mega asozial. Aber gut, ich weiß jetzt halt, wie gesagt, was für ein Mensch er ist und ich verzichte ehrlich gesagt drauf, ihm Go-Home-Key zu schicken. Also, sowas brauche ich dann nicht, ohne Witz. Dann habe ich lieber ein paar tausend weniger Downloads, anstatt ihm da sowas zu geben, ohne Witz. Fand ich mega asozial. Vor allem, das Ding ist ja auch, anderer Funny Moments YouTuber jetzt zum Beispiel, Dufix, ne? Ich hatte nie Probleme mit ihm, wirklich noch nie. Wir haben uns gegenseitig in manchen Dingen ausgeholfen, ne? Und es kam immer Dankeschön und was weiß ich noch, ne? Also das ist zum Beispiel so ein Typ, habe ich noch nie richtig kennengelernt. Halt so manchmal bei Aufnahmen haben wir davor und danach noch gequatscht, ne? Er hat mich auch übelst am Anfang von Tomagenon unterstützt, ne? Ist ein übelst korrekter Typ, also den würde ich auch gerne mal in Real Life kennenlernen. Aber zum Beispiel sowas, was Maxify im Endeffekt abgezogen hat, ne? Aber jetzt zurück zu Dufix zum Beispiel, hat auch an meinen Geburtstag gedacht, mir gratuliert, ne? Also das sehe ich eher schon als YouTube-Kollegen an. Muss ich ehrlich sagen. Aber gut, ist halt so. Das war eine Sache, die ich mal erwähnt haben wollte, weil ich das in diesem Monat wirklich abgrundtief asozial fand. Naja, dann etwas, was auch noch in diesem Monat stattgefunden hat, zu einer meiner besten Kollegen, ohne Witz, das ist eigentlich somit mein bester Kollege, mit so zwei, drei anderen. Sein Vater hat halt einen Geburtstag gefeiert und hat mich auch eingeladen wiederum. Meinte ich so, ja klar, warum nicht, können wir einfach mal vorbeikommen. War auch ein schöner Abend so an sich, war ganz entspannt, waren viele Ältere da, haben einiges getrunken, hier und da mitgetrunken, einige diepe philosophische Dinge besprochen, auch so mit den Eltern so an sich. Aber was mir an diesem Abend halt klar geworden ist, beziehungsweise was ich halt echt komisch fand, ich habe halt so gesehen, wie er mit seiner, also wieso seine Schwester, er, seine Eltern so über viele Dinge gesprochen haben und sonst halt noch so Freunde von denen. Und ich muss halt sagen, ich will nicht sagen, dass sie neidisch war, aber ich habe ein bisschen so über meine Familie nachgedacht und ich konnte zum Beispiel über die Dinge, die
über die sie geredet haben, nie mit meinen Eltern zum Beispiel drüber reden. Oder mit anderen generell. Also ich hatte sowas echt noch nie. Und ich wurde sehr nachdenklich so, wenn ich so gesehen habe, wie andere Familien so sind. Und wie meine Familie im Endeffekt so ist. Generell besteht meine Familie eigentlich nur aus meinen Eltern, kann man so sagen. Ich habe zwar noch Verwandte in der Ukraine, aber die sieht man ja halt echt nie. Nur wenn man echt in der Ukraine ist, was auch übelst selten ist. Und es gibt tatsächlich auch noch eine Familie väterlicher Seite. Aber jetzt kommen wir zu dem Plot-Twist. Diese Beziehung zu denen war immer sehr angeknackst. Hat mit meinem Vater zu tun. Ich habe euch ja schon ein paar Geschichten erzählt, inwiefern was für ein Mensch er ist. Und da haben die natürlich auch immer Abstand gehalten, denke ich mal, in vielen Situationen. Aber dazu will ich später nochmal kommen. Aber ich hatte halt noch nie zum Beispiel einen Onkel oder eine Tante hatte ich nie. Eine Oma hatte ich nie. Ich habe ja auch erzählt, so mein Opa hat mir mein Vater so ein paar Geschichten erzählt. Ja, was Geschichten? So ein paar Sätze mal sind mal gefallen. Hat er so erwähnt, dass mein Opa sich halt immer so um die Enkel hauptsächlich gekümmert hatte. Was meine Oma halt überhaupt nicht tut. Aber wie gesagt, das kommen wir nochmal zum Ende hin, weil es zum Dezember hin besser passt. Weil da nochmal ein paar Ereignisse waren. Und ich hatte halt nie solche Familienfeste oder war halt nie so bei meiner Familie. Immer so maximal mit den Eltern und wir machen ja auch nie was so gesehen. Und deswegen habe ich sowas nicht. Und ich glaube, in vielen Situationen fehlt mir sowas einfach auch mal. Dass ich so mit einer Familie reden kann. So familiär. Also ich kenne dieses Gefühl ehrlich gesagt gar nicht, wenn du was mit deiner Familie machst. So mit deiner Blutsfamilie so gesehen. Weil ihr halt verwandt seid. Das kenne ich ohne Witz nicht. Das ist vielleicht für den einen oder anderen erstaunlich, aber ich hatte sowas echt noch nie. Das ist mir auch so in diesem Jahr übelst bewusst geworden. Aber umso wichtiger sind mir im Endeffekt meine Freunde, weil ich die eigentlich als Familie ansehe. Ich meine, wir haben ohne Ende Feiern, was man mit Familien im Endeffekt auch hat. An Feiertagen sehen wir uns dann auch generell mal, in Ferien, immer Wochenende sind wir auch immer unterwegs. Und mit denen kann ich auch über alles reden, so mit meinem Engkreis. Und ich sehe die mehr als meine Familie an, als zum Beispiel meine Oma, meine Tante oder Onkel oder sowas. Sehe ich halt echt mehr als Familie an, meine Kollegen. Weil wenn es mir halt scheiße geht, sind sie für mich da. Wenn es denen scheiße geht oder die Probleme haben, bin ich oder wir für sie da, ne? Für ihn, sie, je nachdem. Und das ist viel mehr eine Familie als das, was ich halt so mit meinen Blutsverwandten habe. Und das hat mir auch wieder gezeigt, Familie ist nicht das, was auf dem Papier steht, ob ihr den gleichen Nachnamen oder so habt, sondern eher sowas, was ich jetzt zum Beispiel habe. Ich habe auch häufig darüber nachgedacht, dass es vielleicht sowas wie Karma oder ein Schicksal gibt und ich dementsprechend halt als Familienersatz meine Freunde und Kollegen habe, wir auch seit sau vielen Jahren immer noch befreundet sind, obwohl wir nicht mehr auf die gleiche Schule gehen, obwohl wir nicht im gleichen Betrieb arbeiten und trotzdem immer noch Kontakt haben und jedes Wochenende noch was machen. Ob das wirklich vielleicht so ein Ersatz ist? Ich weiß es nicht. Aber für mich persönlich, es ist besser als ein Ersatz, ja. Tatsächlich. Aber bevor ich hier zu melancholisch wäre, gehen wir jetzt zum August rüber. Und so langsam aber sicher neigen wir uns bald dem Ende des Videos zu's. August, habe ich echt nicht viel gemacht. Wie gesagt, Kollegen waren am Arbeiten, viele. Sind ja fast alle in der Ausbildung. Ich habe viel nachgedacht, viel Sport gemacht. Sport ging gut voran. Habe auch einiges an Masse aufgebaut. Breitere Schultern bekommen, breiter geworden. Selbstbewusster geworden, auch vor allem, wenn du Sport machst, wirst du sau selbstbewusst. Weil du halt weißt, was für eine Ausstrahlung du im Endeffekt hast, ne? Und deswegen passt das ja. So, jetzt würde ich gerne über eine Feier reden im August. Habe ich ja vorhin schon angesprochen. Weil diese Feier, ja, das war das letzte Mal, wo ich es mit Alkohol übertrieben hatte. Das war halt diese Zeit,
nach der Zeit mit diesem Mädchen von meiner Schule halt. An diesem Abend, ich weiß auch nicht mehr, was los war. Ich habe sau viel getrunken. Ich weiß auch nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Es hat schon mit viel angefangen und ich habe halt einfach nicht aufgehört an diesem Abend. Und da hatte ich echt einen übelsten Absturz. Ich war um 1 Uhr schon komplett weg. Mir wurde halt erzählt, weil ich mich nicht mehr dran erinnern kann, dass ich halt echt an diesem Abend auf einer Bank saß. Von 1 bis 3 Uhr. Hab halt so Deutschrap auf mein Handy angemacht. Hab halt immer wieder mitgerappt. Und bin währenddessen immer wieder eingeschlafen. Also man kann sich denken, wie voll ich tatsächlich war. Und ich glaube, das lag tatsächlich an diesem Mädchen, dass ich so viel getrunken hatte. Das meint auch so mein Kollege zu mir. Meinst du am nächsten Tag, ja, du hast mir das und das erzählt, weil dass du deswegen halt so viel getrunken hast. Und ich meinte so, echt, habe ich das? Aber das war halt wohl der Grund. Ich war echt down. Also meine Gedanken waren echt immer nur dabei. Naja, auf jeden Fall ging der August so weiter. Bis zu Gamescom. Gamescom war echt cool. Boah, habe ich auch schon drüber geredet. Das war auf jeden Fall ein echt cooler Tag, so generell. Ich will mich ein bisschen kürzer fassen, weil das Video, glaube ich, echt zu lang wird sonst. Ja, ich habe den Tag echt gut verbracht. Wir waren halt morgens im Zug. Ich muss halt echt sagen, das war langweilig, wegen jedes Jahr wird einer auserkoren, alleine zu fahren. Und dieses Jahr war ich dran, weil wir zu fünft dahin gefahren sind. Und 2, 2 und 1 halt, ne? Dann musste ich halt 3,5 Stunden allein fahren. Na okay, ich glaube 2, 3 Stunden waren das eher. Hab halt fast alle meine Deutschrap-Alben auf dem Handy durchgehört, schon fast. War heftig. Und dann waren wir endlich da nach 1000 Jahren, nachdem ich mir auch schon 2 Red Bull reingedonnert habe. Wegen auf jeder guten Reise bei mir gehört einfach so 4 Red Bull-Dosen dazu. Meistens 2 auf dem Hinweg, 2 auf dem Rückweg oder 1 Red Bull währenddessen, das muss einfach sein. Für die gute Laune, ne? Dann morgens bin ich da hingegangen und hab direkt Kai getroffen, also Random Kai. War auch voll der krasse Zufall direkt, ne? Ich meine, das Gamescom-Gelände ist ja riesig, dass er ausgerechnet da gewartet hat, halt so auf die anderen. Fand ich auch cool. War ein extrem genialer Tag. Also Gamescom ist generell immer so da, um den Kopf frei zu bekommen. Ich bin ja nächstes Jahr auch wieder da, vielleicht sieht man sich. Aber nächstes Jahr bin ich wahrscheinlich mit meinem eigenen Auto da und bleib eventuell auch länger mit einem anderen Kollegen dieses Jahr. Ich glaube, nächstes Jahr werde ich auch mal Spiele spielen. Wegen dadurch, dass ich halt kein YouTube mache, bin ich wahrscheinlich nicht mehr so relevant und viele Leute erkennen mich nicht mehr, keine Ahnung. Vielleicht trifft man doch den einen oder anderen Kollegen wieder. Wäre cool, weil dieses Jahr extremst cool war. Also chillig. Wir haben halt so mit Germi, Kai und den anderen, die ich neu kennengelernt habe, so ein Bierchen getrunken. Das war übelst geil, übelst entspannt der Tag, ohne Witz. Vor allem später waren wir auch schon ein bisschen besser drauf, sage ich mal so, mit dem Bier. Kai und ich, dann haben wir auf dem Klo so übelste Scherze gemacht über Max Herzberg. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das war auch so lustig, ne? Extremes cool. Echt, sau cool der Tag, ohne Witz. Naja, auf jeden Fall am Abend, kann ich mich noch erinnern, habe ich und meine Kollegen tatsächlich diesen gesamten Zugabteil bei uns unterhalten. Wegen wir haben halt so Wer bin ich gespielt und ich habe halt immer so diese Angewohnheit, wenn ich müde bin, dass ich anfange richtig laut zu reden. Das haben halt so alle mitbekommen. Haben halt alle so mitgeraten, so haben auch so mitgemacht und so. Und ich dachte so, wow, was ist denn hier los? Könnt Entertainer für den ganzen Zug werden. Deutsche Bahn kann mich einstellen. So Ende August hat dann die Schule begonnen und ich war wieder besser gelaunt. Ich habe die ganze Sache mit dem Mädchen vergessen, habe ich ja auch einen Monat lang nicht mehr gesehen, ne? Und dann begann das wieder. In der Schule sieht man sich ja und wow, das war echt voll das komische Gefühl, sie dann wiederzusehen. Klar hat man nicht mehr miteinander gesprochen, nicht mehr miteinander gegrüßt und sowas, ne? Es war mega affig eigentlich, aber es war halt so. Aber ich habe halt im Endeffekt herausgefunden, dass sie keine Beziehung wollte, sondern halt nur so ihren Spaß, ne? Haben mir halt so andere Kollegen aus ihrem Jahrgang so gesagt, dass sie halt übelst notgeil wäre und sowas, ne? Das habe ich vor ein paar Wochen erfahren und ich dachte mir so, oh, jetzt ergibt alles einen Sinn. Aber gut, ne? Gibt's auch solche Mädchen da draußen, so. So, September war eigentlich nicht viel los. Kanaländerung kam wieder hin. Ich habe mich an Comedy-Videos probiert, um Spaß zu haben, wieder an YouTube. Hat nicht ganz geklappt, wie wir jetzt sehen, weil das hier das letzte Video sein wird, außer die Go-Home-Videos natürlich, die demnächst noch kommen werden. Und deswegen war im September nicht viel los. Wobei im September doch ein Ereignis stattgefunden hat,
Das war eher Ende September und zwar habe ich es auch auf Twitter gepostet. Das war die Gerichtsverhandlung von meinem Dad und von unserem alten Vermieter, wo wir damals gelebt haben. Das war ein Tag, den fand ich extremst komisch. Ich war noch nie im Gericht, ist klar, warum auch. Das war echt in diesen Wien schlechten Gericht-Talkshows ungefähr. Ich denke mal, die meisten können sich nicht vorstellen, wie das ungefähr ist. Wir kamen da als erstes hin. Und als erstes war dieser alte Vermieter gar nicht da. Also mein Dad und ich sind dann halt so reingekommen. Da war die Richterin. Mein Dad hat sich hingesetzt. Ich bin halt stehen geblieben, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Die Zeugen. Ah, wie nennt man das? Nicht die Zeugen. Die Geschworenen im Publikum. Das waren hauptsächlich wirklich jugendliche Mädchen in meinem Alter. Ich habe nicht verstanden, warum ist das jetzt so? Ne? Aber das war mir auch in diesem Moment scheißegal, ehrlich gesagt. War halt eine weibliche Richterin. Und das Erste, was sie halt zu mir sagte, ja, Herr, ist schön, dass Sie heute auch mal Zeit gefunden haben, hier hinzukommen. Und ich dachte mir so, ich hatte immer Zeit, wegen, ihr müsst wissen, zwei Gerichtstermine wurden verschoben, beziehungsweise ich war halt nicht anwesend, weil mein Dad meinte, yo, brauchst nicht mitkommen, ne? Hat er mich halt wie immer angelogen, ist ja nichts Neues so. Fast die einzige Person, die hinter ihm steht, wird, lügt er halt an, ne? Das sagt einiges über diesen Charakter dieser Person aus auf jeden Fall. Soll nicht abwertend klingen, aber ich war halt wütend und ängstlich zugleich, wegen, ich dachte, ja toll, wenn sie halt schon in so einem groben Ton mit mir redet, was soll das denn hier werden, ne? Das war ja, wow, übelst heftig, ne? Auf jeden Fall, war das im Endeffekt so, hab draußen gewartet, wegen mein Vater hat angefangen mit seinem Anwalt und dann kam halt so der alte Vermieter, musste auch draußen warten. Dann saß nur der alte Vermieter und ich vor dieser riesigen Gerichtstür und da war ja über, darüber halt so ein Lautsprecher, da wurde halt gesagt, ja, der und der kann jetzt reinkommen zur Zeugenaussage, ne? Das hat eine halbe Stunde gedauert. Ich saß eine halbe Stunde mit diesem alten Vermieter tatsächlich draußen und das war reinster Psychoterror, ohne Witz. Der hat halt die ganze Zeit auf mich eingeredet und der hat mich überhaupt nicht in Ruhe gelassen. Er hat geredet und geredet und geredet und geredet. Und das Ding ist halt, der hat echt versucht, sich bei mir so einzuschleimen, hat so gefragt, yo, was willst denn du später so werden und so. Meinst du, yo, man merkt schon so dir, du strahlst Selbstbewusstsein aus, du strahlst was Besonderes aus, ne? Man hat schon gemerkt, dass er irgendwie probiert hat, Sympathiepunkte bei mir zu sammeln. Und der hat die ganze Zeit wirklich, mein Vater hat total schlecht geredet. Aber das, was mich komplett fertig gemacht hat in dieser Situation, ist einfach, ich wusste, das, was er sagt, ist die Wahrheit. Also ich wusste echt, dass das und das teilweise echt stimmt. Und das hat mich übelst fertig gemacht. Ich war auch übelst am Zittern teilweise. Ich war nervlich an diesem Tag komplett am Ende. Dann wurde er endlich reingerufen. Den letzten Satz, den er zu mir gesprochen hatte, war, mach das Richtige. Obwohl ich wusste, dass er im Unrecht war in diesem Fall, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich reingegangen und wollte halt meine Zeugenaussage tätigen. Dann meinte die Richterin, yo, hat sich geklärt, wir glauben ihnen, ne? Halt mit so einem Lächeln. Und ich dachte so, scheiße, zum Glück. Ich wusste halt echt nicht, wie das ist, wie es sein wird, wenn du vor Gericht aussagst. Ich wusste halt nicht, ob ich anfange zu stottern oder so, weil ich so nervös bin. Und ich wusste nicht, ob sie mir dann glauben werden, obwohl das halt die Wahrheit ist, was ich echt sagen würde, ne? Ich war absolut glücklich, erstmal aus diesem Gebäude rauszukommen. Mein Vater ist halt noch drin geblieben und ich bin halt mit dem Bus zur Schule gefahren, ganz normal. Hab echt noch Unterricht weitergemacht. Hat trotzdem geklappt, aber ich war übelst müde danach. Ich hatte ja noch eine Freistunde, ich bin fast eingenickt, ja. Zum Glück hatte halt so eine Freundin von mir, kenne ich auch seit der 5. Klasse, halt so mit mir so beruhigend geredet und so, und das fand ich auch übelst nett, also das war schon recht beruhigend dann. Ich weiß nicht, ob ihr euch in so eine Lage hineinversetzen könnt, aber das war schon echt heftig, auf jeden Fall. Naja, so, September war noch relativ stressig, in vielerlei Hinsicht. Schule hat begonnen, Klausuren haben bald begonnen. Ich habe Fahrschule, Fitnessstudio und Wochenende musst du lernen und Hausaufgaben machen und YouTube machen. Das war die Zeit, das war übel stressig.
war in der Woche fast jeden Abend um 20 Uhr zu Hause und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis ich irgendwann aufhöre, Videos zu producen, so gesehen. Es war voraussehbar, wie schon viele gesagt haben, auch vom Video-Input und so. Gut, wir sind im Oktober angekommen. Ich habe mehr in meine Freizeit investiert, es kamen auch weniger Videos. Ich war zum Beispiel auf einer Kirmes, war dort im Partyzelt, habe ich irgendeine relevante Story da. Ja, hier und da war da mal eine Geschichte, aber wie gesagt, so relevant war das auch nicht. Halt James Dean-like wieder. Sonst war da eigentlich auch nichts. Anstrengende Zeit ging weiter im Oktober. Oktober war echt voll der langweilige Monat. Ja, was heißt langweilig, ne? War ein relativ entspannter Monat, sagen wir es so. Aber in diesem Monat ist doch was Interessantes passiert. Ich habe ein Mädchen kennengelernt, ja, wie immer halt. Hab ein bisschen mit ihr geschrieben, war mit ihr essen und hab sofort gemerkt, yo, das wird nichts. Und dann war das halt so ein Abend, wo ich zu Hause war. Ich hab so nachgedacht und dachte mir so, bin ich im Endeffekt überhaupt in der Lage, jemanden zu lieben? Hört sich komisch an, zumindest nach diesen ganzen Ereignissen, was mir in diesem Jahr passiert ist. Mit diesen Mädchen, von denen ich halt immer wieder enttäuscht worden bin. Mit der Situation zu Hause. Bin ich überhaupt in der Lage? Hört sich halt komisch an, aber das ist halt echt sowas, wo du anfängst drüber nachzudenken. Aber gut, kommen wir zum November. Ist auch so eine Geschichte mir echt im Kopf geblieben, wo ich halt selber echt nicht gut gehandelt habe, aber gut, fangen wir mal an. Das war, glaube ich, am 1. November. Ein Kollege von mir hat eine Feier gemacht. Wie immer hat man jemanden kennengelernt, ne? Ist halt so dieses Jahr gewesen. Ich habe auch echt nicht viel auf Feiern gemacht. Es kam immer auf mich zu, so gesehen. Habe ich halt eine Person kennengelernt. Wir hatten auch einen Monat lang Kontakt, haben häufig was gemacht. Es sah im Endeffekt so aus, als wenn das eine Beziehung werden würde. Aber ich habe mir selber was vorgespielt, war das Ding. Ich habe mir echt selber was vorgespielt. Ich dachte so, ey, nach diesen ganzen Enttäuschungen, wie wär's, wenn du eine Beziehung hast, eine Freundin, das ist cool. Deine Kollegen haben auch eine Freundin, das ist cool. Sind glücklich, das ist cool. Ne, das war halt immer wieder mein Gedanke in diesem Fall. Aber es war der falsche Gedanke, auf jeden Fall. Das hätte so ein Gedichtvers werden können, aber im Endeffekt muss ich halt ihr sagen, ich spüre da nichts und ich merke auch, dass sie traurig ist. Also ich war halt auch auf einer Feier diesen Monat, auf dem Geburtstag von Kollegen, hat man halt schon so bei ihr gemerkt, okay, sie ist anders drauf als sonst. Problem ist, ich kann auch leider nichts machen, weil ich halt keine Gefühle habe. Es war dumm von mir, dass wir dann halt so diese ganzen Dinge gemacht haben. Also nichts unter der Gürtellinie, ne? Nicht falsch verstehen hier. Aber hätte alles nicht sein müssen. Ich habe mir halt, wie gesagt, selber was vorgespielt und das war das ganze Problem an dieser Geschichte. Wie man merkt, ich rushe jetzt so ein bisschen die Geschichten durch, aufgrund von Zeitgründen. Aber mehr habe ich zu diesen Geschichten auch ehrlich gesagt nicht zu sagen. Vor allem zu dieser Geschichte hier. Ist halt so. Ja, auf jeden Fall, die Situation zu Hause bei mir hat sich auch übel zugespitzt. Bezüglich vielen Stresssituationen, bezüglich der Finanzen hier etc. Ich habe es ja schon gesagt, so ja, Anfang, Mitte des Videos. Weswegen ich mich auch ehrlich gesagt nicht bereit gefühlt habe für eine Beziehung so gesehen mit ihr. Sobald du erste Zweifel hast, ob das für eine Beziehung reichen würde, sollte man das lieber nicht eingehen. Auch einprozentiger Zweifel, man sollte trotzdem keine Beziehung machen. Man muss einfach hundertprozentig dahinter stehen, finde ich persönlich halt. So, jetzt kommen wir zu den interessanten Geschichten im Dezember. Diesen Monat, beziehungsweise dieser Monat, die letzten Tage vor allem, haben mich sehr stark zum Nachdenken gebracht. Ich habe es teilweise schon in diesem Video angeteasert, aber kommen wir erstmal zum Anfang des Monats. Euch immer noch auf die Folter spannen hier. So, Anfang Dezember war erstmal bei uns im Dorf, sag ich schon, in der Stadt, wo ich zur Schule gehe, eine riesige Kirmes. Das war ein Abend, was auch wieder so
James Dean-like war. Und zwar war ich halt mit meinen Kollegen unterwegs. Einfach Kopf frei bekommen von der ganzen Klausurenphase, sind wir halt so auf der Kirmes. Auf einmal, ich habe das schon auf Twitter gepostet, spricht mich halt so ein Mädchen da an, ne? Ich denke mir so, okay. Sie meint halt so, yo, hättest du Bock mit mir da auf, nämlich das Karussell, Achterbahn, whatever, mit mir da drauf zu fahren. Meine Freundinnen fahren halt schon und dann müsste ich halt alleine fahren, ne? Aber sie hat mich halt ausgerechnet so aus diesen voll vielen Menschen rausgesucht, vor allem so aus meinem Kollegenkreis. Ich denke mir so, ja, okay, why not, ne? Gehen wir halt so hin. War das halt auch als erstes so voll komisch, wegen sie hat halt so mein Ticket bezahlt. Ich so, hä? Wenn ich sag sie, yo, kein Problem, ich kann das auch zahlen, ne? Sie meint so, nee, alles gut, passt schon. Ich so, ja, okay. Haben uns hingestellt, da war halt eine längere Schlange, haben halt da geredet. Haben uns so ein bisschen unterhalten. Als erstes, sie kommt aus Hamburg, ne? Ich wohne ja halt in NRW. War halt wegen ihren Freundinnen da, die sie von der Freizeit kannten. Generell hat sie noch so ein iPhone X aus ihrer Tasche geholt. Hatte so eine Superdry-Jacke an. Falls ihr die Marke kennt, die ist absolut teuer. Dann halt noch so eine übelste Bonzen-Michael Kors-Uhr. Ich denke mir so, schüss. Da ist wohl Bonzen-Tochter-Starter-Paket ungefähr da. Naja, sind halt so gefahren. Haben uns noch danach ein bisschen unterhalten. Das war's dann auch. Ne? Also ich hatte jetzt nicht so großes Interesse. Aber es war halt voll lustig, dass man ausgerechnet selber angesprochen wird. Dann war ich halt später noch im Gläschenzelt, weil halt so ein, zwei Kollegen waren. Auf einmal werde ich so wieder angesprochen. Ne? Ich denke mir so... Ich habe mich halt so von meinen Kollegen verabschiedet. Die sind halt schon so nach Hause gefahren, aber ich dachte so, komm, können wir noch ein bisschen im Zelt bleiben. Safe kann mich irgendwer nach Hause bringen. Habe ich halt mit dieser einen getanzt, ne? Ganz normal. Aber die kannte ich halt schon so vorher so ein bisschen. Deswegen war das halt nichts Neues. Hatte so mit Snapchat auf so mit ihr Kontakt, ne? War auch voll lustig. Da hat mich auch so ein Kollege angeschrieben, wegen es war in der Stadt ein Geburtstag von einem Kollegen. Sehr kompliziert alles, ich weiß. Bin ich auch zu diesem Geburtstag rübergegangen. Dann kommt jetzt eine aktuelle Geschichte. Und da hoffe ich mal, dass es endlich mal klappen würde. Habe ich ein Mädchen kennengelernt. Wo ich auch so mir dachte, wow, ist ja ganz hübsch. Sprich sie mal an. Habe ich gemacht. Haben uns gut verstanden an diesem Abend. Nummern ausgetauscht. Haben uns auch schon getroffen. Und... wer weiß, mal sehen, was in der Zukunft daraus wird. Ich hoffe natürlich nur das Beste und falls was daraus werden sollte, wird man das, glaube ich, früher oder später mal mitbekommen auf den sozialen Netzwerken. So ein cutes Bild wird man bestimmt irgendwann mal hochladen. Falls man weiß, okay, das könnte länger dauern, dann werdet ihr bestimmt als erstes davon mitbekommen. So, ist halt eine echt coole Person, wo... ich weiß, wow, okay, mit der kann man sich echt cool über viele Dinge unterhalten. Und vielleicht klappt es auch mal wegen... ihr müsst wissen, ich hatte tatsächlich, trotz diesen ganz vielen Geschichten, noch nie eine feste Beziehung. Weil, wenn ich eine feste Beziehung wollte, es von einer anderen Partei nicht geklappt hat. Beziehungsweise die andere Seite gesagt hat, nee, kein Bock. Und nach diesen ganzen Enttäuschungen, ne, irgendwann hast du echt keinen Bock mehr. Aber gut, das waren so die Geschichte, die diesen Monat auch prägend war. Und jetzt beginnt das, was ein bisschen, wie soll ich es am besten nennen, komischer wird. So, der ein oder andere hat mitbekommen, ich habe mir einen BMW gekauft. Ich habe ja bald meinen Führerschein. Und das hat sich herumgesprochen. Und zwar hat meine Oma auch Wind davon bekommen. Frag mich nicht wie. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich komme so eines Sonntagmorgens runter, ne? Klar, bei mir wird wieder rumgeschrien, so im Elternhaus hier ist ja nichts Neues, ne? Komm halt runter. Da meinen die halt so zu mir, yo, deine Oma hat angerufen, also meine Mutter halt, hat sich wohl darüber beschwert, dass ich mir so ein Auto kaufe. Obwohl ich mir das selber finanziert habe, selber erspart habe, immer dran geglaubt habe, dass ich das mal als Anfangsauto fahren werde und dass mein Wunsch seitdem ich 14 bin, ist, und dann hat sie voll Stress gemacht
auch mein Stiefopa, ihr müsst halt wissen, meine Oma ist halt jemand, der nie arbeiten wollte und sich halt immer Typen suchte oder sucht, die viel Geld haben. Glaubt mir, es hat einen guten Grund, warum ich so mit dieser Person rede oder beziehungsweise warum ich so über diese Person rede. Habe ich auch letztens tatsächlich mal am Telefon gesagt, erzähle ich auch gleich mal. Wird noch einiges hier erzählt. Meint halt so, yo, was ist das, ne? Vor allem mein Stiefopa, ja, das ist die dümmste Entscheidung, die er treffen konnte. Ersatzteile sind super teuer, wird er sich nicht leisten können und so. Und stattdessen, dass sie mich bei so einer Entscheidung unterstützen, vielleicht sogar auch finanziell, wenn die selber sagen, okay, das ist teuer, nein. Zu sau machen, ne? Ich war ja halt nicht dabei bei diesem Gespräch, aber trotzdem. Mir das nicht mal ins Gesicht sagen oder so. Ich meine, ich habe meine Oma sowieso das letzte Mal vor 1,5 Jahren gesehen. Man hat es ja nicht nötig, mal rüberzufahren oder so. Das ist ja auch zu viel verlangt in mancher Hinsicht. Und ihr müsst wissen, die Beziehung mit meiner Oma war immer sehr, also väterlicher Seite, sehr, sehr komisch. Inwiefern ich das meine. Ihr müsst wissen, ich wurde immer anders behandelt. Meine Oma hat 3 Enkel, nee, 4 insgesamt. Die 3 Enkel wurden immer vernünftig behandelt, weil sie halt komplett arisch-deutsch waren. Das ist jetzt kein Scherz, ne? Und ich werde halt komisch behandelt, weil meine Mutter halt aus der Ukraine kommt und ich dementsprechend nicht hundertprozentig deutsche Wurzeln habe, werde ich dementsprechend anders behandelt. Das ist kein Scherz. Sie tickt wirklich so, dass die feine deutsche Rasse, also wirklich die reine deutsche Rasse, erhalten bleiben muss, ne? Und ich glaube, wenn du so eine Einstellung hast, ne, ist ja Schwachsinn. Ja, auf jeden Fall sah es so aus, diese 3 Enkelkinder, die anderen haben zum Beispiel zur Geburt Sparbücher im Wert von mehreren 1000 Euro bekommen, teilweise sogar im 5-stelligen Bereich. Das Ganze war halt zu D-Mark-Zeiten, aber ist ja immer noch im Endeffekt wirklich im 5-stelligen Euro-Bereich. Und ich habe halt nichts bekommen. So im Unterschied. Klar hat mein Opa damals noch gelebt, zu diesen Zeiten, wo die anderen, meine Cousinen im Endeffekt und unter anderem auch meine Halbschwester, die ich nie kennengelernt habe, die Deutsche, klar hat mein Opa damals gelebt, ne? Aber trotzdem, ich habe einfach nichts bekommen. Das stört mich ja auch so an sich nicht, ne? Nicht, dass man das jetzt im falschen Hals bekommt und sagt, hey, du willst ja nur Geld, ne? Das Ding ist auch, meine Oma hat mir nie Zeit geschenkt. Also sie kann mir bis heute nicht sagen, was ich zum Beispiel am liebsten esse, auf welche Schule ich gehe, in welche Klasse ich gehe, was ich in meiner Freizeit mache, was ich generell gerne mache, was für Hobbys ich habe. Das kann sie alles nicht sagen, ehrlich. Sie weiß echt nur, wann ich Geburtstag habe. Und da ruft sie auch einmal im Jahr an. Das ist es halt. Das ist meine Oma, ja. Als Kind kann ich mich noch erinnern, hat sie mich halt immer als fett betitelt, wegen damals, ihr wisst, wir hatten nie so viel Geld mit der Familie, hat sie sich bereit erklärt, mir zur Kommunion damals, ich bin ja katholisch, Anzug zu kaufen. Und ich musste halt größere Anzüge haben, weil ich ja damals wirklich sehr fett war, so gesehen. Das habe ich ja auch schon erzählt, wie das Ganze sich dann entwickelt hat. Da hat sie mich immer als fett betitelt, als Schwein etc., ne? Dass ich weniger essen soll. Und wenn das deine Oma zu dir sagt mit 8 Jahren, ne? Was? Ich meine, was für ein Bild hast du dann? Ist auch nochmal so was Prägendes gewesen, was mich bis heute nicht loslässt. Also ich muss echt sagen, ich habe echt Hass zu dieser Person. Wenn ich diese Person sehe, ich spüre abgrundtiefen Hass. Das ist kein Scherz oder so. Und das ist halt so diese Familie von der väterlichen Seite aus, ne? Ich habe zum Beispiel meinen Cousin, Tante, Onkel immer zum Geburtstag gratuliert. Aber mir wurde nie gratuliert von dieser Seite aus. Dieses Jahr auch nicht. Und dieses Jahr habe ich mir gesagt, okay, fuck it. Gratuliere ich zum Beispiel auch nicht, interessiert mich jetzt nicht, ne? Das ist meine Familie, ne? Und das war halt Weihnachten dieses Jahr, also fast wie immer.
Weil wir seit Jahren nicht mehr bei denen halt sind. Und wollen uns anscheinend auch nicht mehr haben. Das war, lass mich nicht lügen. Ich glaube, vorletztes Jahr auch so. Da war erstmal geplant, dass wir tatsächlich wieder zu Weihnachten kommen. Aber da wurde abgesagt, weil halt nicht genug Plätze da sind. Das Problem und das Problem war da, das war einfach eine Ausrede. Weil sie uns wahrscheinlich nicht haben wollten oder so, ne? Das ist meine Familie. Zumindest vom Papier her, vom Namen her, was weiß ich noch, ne? Das war halt dann dieses Jahr Weihnachten. Weihnachten hat für mich bei Weitem keinen hohen Stellenwert mehr. Es ist halt so einsam. Wir essen hier zu dritt, halt ich mit meinen Eltern, reden halt ein bisschen. Es gibt wieder Streitereien wegen jedem Scheiß von meinen Eltern. Ich halte mich immer raus, weil es dämlich ist, weil es einfach Kinderscheiße ist, so gesehen. Dann setzen wir uns auf die Couch, schauen ein bisschen Fernsehen. Und das war's. Das ist Weihnachten. Ohne Witz, das ist Weihnachten in unserer Familie. Und dann gehe ich halt so mal auf die sozialen Netzwerke zwischendrin, sehe so halt die anderen Familien, diese Gruppen-Selfies, teilweise was sie so machen für Veranstaltungen, was sie für Spiele spielen, Kartenspiele und so. Und da fängst du an nachzudenken. Ohne Witz, ich brauche keine Geschenke zu Weihnachten oder so. Es würde mich mal wirklich so erfreuen, wenn ich einmal an Weihnachten mit ganz vielen Leuten, die ich mag, irgendwas machen würde. Das wäre übelst cool. Ich bin ein riesiger Monopoly-Fan zum Beispiel. Und ich habe das Spiel jetzt einfach so selten. Ich habe das dieses Jahr mit einem Kumpel mal wieder gespielt, vor ein paar, letzten Monat war das sogar. Hat sau viel Spaß gemacht, auch wenn es nur zu zweit war. Ich bin halt echt so ein Mensch, mich kannst du noch wirklich mit Brettspielen und Kartenspielen unterhalten. Das geht bei voll vielen nicht mehr, aber mich kannst du so stundenlang unterhalten. Ich habe Spaß dran, mit Snacks, mit guten Kollegen, voll geil, ohne Witz. Ich muss halt echt sagen, dass ich solche Abende voll vermisse. Ich habe einen Kollegen, den kenne ich seit dem Kindergarten. Ich glaube jetzt seit bald 14 Jahre ungefähr. Ich war häufig mal bei ihm, ne, auch bei seinen Eltern. Samstagabend zum Beispiel, wo wir kleiner waren. Die haben voll oft solche Familienabenden gemacht mit Brettspielen und mit Snacks und so. Ich war halt immer dabei. Ich habe mich da auch immer voll wohl gefühlt, ohne Witz. Ich konnte halt mit denen auch so über viele Dinge reden generell, ne. Hab auch häufig da übernachtet. Das ist übelst geil gewesen. Voll die positiven Erinnerungen noch daran. Hey, sowas habe ich mir halt immer gewünscht, aber ja, kann man nichts machen. Gut, tatsächlich, dann kam mein Geburtstag nach Weihnachten. Ein Kollege von mir kam auch schon am 26. Ich habe am 27. Geburtstag, wurde 18, also vor ein paar Tagen, kam abends zu mir. Und meint halt so vehement, yo, Digga, ich bleib mindestens bis 12 Uhr bei dir. Ich sag's, ja, okay, cool. Ich würde eigentlich schon vorher gern schlafen, damit ich so am Geburtstag fit bin, ne? Hat er mich überredet. Waren wir mit 12 Uhr hier? Meinte halt so, yo, ich muss mal aufs Klo. Ich sag's, yo, kein Problem. Auf einmal, war halt voll lange da, aber ich war halt hier noch so im Raum, hab Musik gehört, ganz entspannt. Ich war schon 18 zu diesem Zeitpunkt. Haben schon angestoßen mit, ist das Rum, was er mir mitgebracht hat? Ich weiß nicht, irgendwas Alkoholisches. Mit fucking 42% haben wir mit Cola gemischt. Und dann auf einmal kam noch ein Kollege hoch. Ne? Er hat hier halt so die Tür aufgemacht und ich liebe sowas, ohne Witz. Solche Überraschungen, vor allem an solchen Tagen, ne? Das ist übelst geil. Dann sind wir halt, waren noch so ein bisschen noch vom Megle, haben getrollt. Waren noch ein bisschen mit seinem Auto unterwegs. Haben vor einem Bordell ein Selfie gemacht für einen Kollegen von mir, weil ich jetzt 18 bin. Und war noch bis 4 Uhr ungefähr unterwegs und einfach nur Dankeschön dafür wegen, ich bin also morgens aufgestanden, so nach 4-5 Stunden Schlaf, war trotzdem fit, und weiß ja nicht, zum 18. ist es in den meisten Familien so, du wirst safe irgendwie groß gefeiert, ne, alle sind da, Familie kommt vorbei, bei mir ist halt wie gesagt nur die Eltern. Und
Ich hatte sowieso keine Erwartungen wegen Geschenk oder so oder wegen irgendeiner Überraschung. Aber ich habe echt nichts bekommen. Tatsächlich. Und wisst ihr aus welchem Grund? Weil meine Eltern nicht mit Geld umgehen können. Da habe ich halt kein Geschenk bekommen. Ich muss sagen, dass ich da sogar enttäuscht war, obwohl ich nichts erwartet habe. Komplett gar nichts. Aber ich versuche jetzt mal auch zwischen den Pausen zu reden, weil ich glaube, die Aufnahme wird sonst zu lang. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das wird hier sowieso bald das Ende der Aufnahme. Komplett gar nichts. Ich habe halt einen Tag später von denen Geld bekommen, aber ich dachte so, ja toll. Hat man mir auch angesehen, dass ich überhaupt nicht begeistert war. Ich meine, Geld, was ist das, ne? Klar, kann man immer wieder gebrauchen, vor allem in diesem Alter mit 18, aber das ist halt echt nichts gewesen, was mich gefreut hat, was mich überrascht hat. Also, vor allem habe ich auch meinen Dad so gesagt, ne? Und er meint so, ja, was willst du denn haben, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich feiere momentan halt voll G-Eazy, den Rapper, voll ab. Hätten die mir statt diesem Geld eine CD, diese CD ist ein Bruchteil von diesem Geld, was sie mir gegeben haben, wert gewesen, hätte ich mich viel mehr drüber gefreut über diese CD als über dieses Geld. Denn ich finde Geld, wenn du jemandem Geld schenkst, das ist so scheiße unkreativ, ohne Witz. Da freut man sich überhaupt nicht mehr drüber. Klar, an Geburtstagen, wenn du bei Kollegen bist oder so, ja. Aber bei guten Kollegen lasse ich mir auch deutlich bessere Dinge einfallen, wie du die überraschen kannst. Aber ohne Witz, ne? Ich war todesenttäuscht. Dachte sie, ja toll, wow. Geld, wow. Naja, auf jeden Fall kam ein Kollege noch vorbei. War auch noch cool mit denen. Und abends war ich halt mit meinen, ja, mit meinen Homies unterwegs, so gesehen. Das war dann auch nochmal ein schöner Abend, den ich ausklingen lassen habe. Und ja, das war mein Geburtstag. Enttäuschung und Freude zugleich. Enttäuschung halt von der Familie so gesehen, beziehungsweise von Eltern. Und Freude halt von meinen Kollegen, weil die es besser hinbekommen. Ja. So, Freunde. So langsam aber sicher endet, glaube ich, diese Folge. Dieser Part. Dieser Kanal. Mit einer coolen Story, die ich in dieser Folge erzählt habe. Meine Ziele sind immer noch die gleichen geblieben. Ich will immer noch bei der Sparkasse arbeiten. Ich möchte später immer noch einen Porsche fahren. Ich möchte halt so Geld verdienen. Damit ich so die Leute unterstützen kann, die mir echt am Herzen liegen. Tatsächlich will ich auch meine Eltern unterstützen. Ich weiß, klar, viel Scheiße haben wir erlebt. Auch heute noch. Aber ich weiß halt im Endeffekt, das sind meine Eltern, ne? Vor allem, ich will auch irgendwann mal meinen Dad bei seinen ganzen Schulden unterstützen, auch wenn er so viel Scheiße gebaut hat, aber ich werde trotzdem hinter ihm stehen, egal was passiert, ne? Auch wenn ich so viel Scheiße erlebt habe und sie mich teilweise auch echt oft Scheiße behandelt haben in vielen Fällen, würde ich trotzdem immer noch hinter ihnen stehen, klar. Ich will auch meine Familie in der Ukraine unterstützen, auch wenn ich trotz der Sprachbarriere fast nie mit denen kommuniziert habe, haben die in der Ukraine sich viel mehr um mich gekümmert als diese deutsche Familie, die mit dem Auto 40 Minuten entfernt wohnt. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt zu Weihnachten meiner Schwester halt ein Handy gekauft, weil sie halt voll das alte Handy hatte. Da habe ich gesagt, komm, kannst du kleine Freude bereiten. Ne? Und hat sich auch mega gefreut, hat mir meine Mutter erzählt, weil die halt immer telefonieren. Wir telefonieren auch selten mal, ich sag mal Hallo und so, und versuchen gebrochen zu reden irgendwie, aber was ich auch noch ganz gerne machen würde, wo ich auch momentan einfach diese Angst habe, weil mir die Zeit davon läuft. Meine Oma in der Ukraine ist 76. Die haben einen Acker und ich weiß halt nicht, wie lange mir die Zeit bleibt. Sie ist Französischlehrerin gewesen und hat zurzeit eine Rente von 35 Euro umgerechnet aufgrund der riesigen Inflation in der Ukraine. Ein Nutella-Glas kostet umgerechnet 3,50 Euro und sie hat 35 Euro zur Verfügung. Da kann man sich einigermaßen vorstellen, wie viel du dir leisten kannst. Und dadurch, ohne Witz, ich habe jedes Jahr zu meinem Geburtstag von denen einfach so eine Postkarte bekommen. Obwohl ich halt weiß, die haben nicht viel Geld. Und so eine Postkarte ist teilweise auch 1, 2 Euro wert. Jetzt wollte ich aufhören zu reden. Wobei ich gesagt habe, diese Pausen machen wir nicht mehr. Hat sie mir trotzdem das gesendet. Und die haben trotzdem immer an mich gedacht, ne? Ich war ja 2015 auch auf der Hochzeit meines Halbbruders. Und ohne Witz auch aufgrund der Sprachbarriere und die nie für mich da sein konnten. Das ist heftig.
Ich versuche auch meinem Bruder Geld zu schicken, wegen seiner Karre ist halt kaputt, dass ich da auch irgendwie unterstützen kann. Aber ich habe echt vor, jetzt kommen halt meine Ziele, weswegen ich halt so Nebenjobs trotz BAföG etc. habe, ne? Ich versuche meine Oma, ich hoffe wirklich, dass sie noch so lange am Leben bleibt. Ich weiß es halt nicht, wegen sie ist häufiger mal im Krankenhaus, wegen vielen Schmerzen etc., weil sie immer noch auf dem Acker ist und da mitarbeitet, trotz ihres hohen Alters und der Dinge, die sie erlebt hat. Sie hatte auch kein schönes Leben, so mit den Geschichten, die ich mitbekommen habe, weil sie halt Französischlehrerin war und nie in Frankreich war, versuche ich echt bis ja, Anfang meiner Ausbildung genug Geld irgendwie zusammen zu haben, dass ich sie halt mal nach Deutschland hole, wo du erstmal ein Visum beantragen musst, was auch mehrere hundert Euro kostet, sie hier nach Deutschland hole und halt mit meiner Mutter, ihr und ich halt nach Paris fahre, damit ich ihr so gesehen diesen einen Wunsch noch erfüllen kann. Das ist echt mein Ziel, ohne Witz. Das würde mir echt das Herz erfüllen, so gesehen, wenn ich das echt noch so machen könnte. Oh Mann, jetzt kommen mir die Tränen. Aber das ist auch einfach wirklich so. Das ist so eines meiner Ziele. Und dann, was ich auch nicht verstehen kann, also meine Schwester, Halbschwester, studiert halt seit 10 Jahren und ist jetzt fertig. Und in der Ukraine ist es halt so, das Wirtschaftssystem ist dann ganz anderes. Da ist alles viel anders. Du kannst Lehrer teilweise mit Geld bestechen. Kriegst du gute Berufe nur, wenn du Geld zahlst. Also irgendwelche mit einem schlechteren Abschluss kriegen den Job, weil ihre Eltern Para haben. Und das ist halt bei meiner Halbschwester nicht so. Meine Mutter hat da damals die Ukraine verlassen, um denen irgendwie Geld aus Deutschland schicken zu können. Es ist halt so, dass meine Halbschwester bei meiner Oma aufgewachsen ist. Und deswegen braucht sie ungefähr 2.000 bis 3.000 Euro. Ne? Was heißt braucht? Also sie will echt jetzt nach 10 Jahren Studium in der Tanke arbeiten in der Ukraine. Und ganz ehrlich, da kann ich halt meine Mom auch nicht verstehen, dass sie dementsprechend nicht Geld anspart und ihnen das schickt, ne? Kann ich echt nicht verstehen. Man studiert nicht 10 Jahre, um im Endeffekt an der Tanke zu arbeiten. Also sie hat wirklich den höchsten Schulabschluss, den man da erreichen kann. Und könnte tatsächlich mit diesem Schulabschluss sogar teilweise Politiker dort werden, ne? Aber es fehlt halt diese familiäre Unterstützung. Und deswegen habe ich halt schon voll viel Geld an die Seite getan, um mir nächstes Jahr dieses Geld zu schicken, so im Sommer. Das will ich unbedingt machen. Das kann doch nicht sein, dass eine Person 10 Jahre studiert und dann sowas rauskommt. Ganz ehrlich, ne? Das wäre so verschwendete Zeit gewesen. Und das ist einfach mein Wunsch, dass ich das echt durchsetze. Das will ich machen, ja. Vielleicht schaffe ich das, vielleicht nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall. 2.000 bis 3.000 ist auch nicht gerade wenig Geld. Vor allem in dieser Phase, wo ich mein BMW zahlen muss, wo ich das und das zahlen muss, wo ich Fitnessstudio zahlen muss, Handyvertrag zahlen muss, das ist einfach viel Para. Sehr, sehr viel Para. Achso, ich habe schon wieder vergessen, hier zu reden. Ich habe trotzdem mal einen Cut gesetzt, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie viele Cuts ich setzen will. Es ist 20 nach 3 am Morgen. Das ist halt so. Freunde, ich glaube, ich würde an dieser Stelle das Video sogar bald beenden. Das war das Jahr 2017 bei mir. Ihr habt, glaube ich, gesehen, wie ich ticke. Warum ich so ticke. Ich glaube, jetzt kann man auch viel besser nachvollziehen, warum ich diese ganzen großen Ziele anstrebe. Vor allem das mit der Sache des Geldes. Ne? Da bin ich ja teilweise echt wie besessen dran. Dass ich echt jetzt mein Abitur schaffe, meine Ausbildung bei der Sparkasse mache und dann tatsächlich so einen Führungsposten gehe, kann man sich ja weiterbilden lassen, um halt ein echt gutes Gehalt zu bekommen, um im Endeffekt wirklich Leute zu unterstützen, die mir am Herzen liegen, trotz dieser beschissenen Vergangenheit. Und jetzt, ganz ehrlich, guckt mich an. Ich bin ein Mensch, ich habe so viel Scheiße in meiner Vergangenheit erlebt, erlebe immer noch so viel Scheiße und habe einfach nie diese Lebenslust verloren. Ich bin momentan einfach glücklich wie noch nie tatsächlich, weil ich gesund bin, ich mein Abitur mache, bald einen Führerschein habe mit einem Auto, bin 18, die Welt liegt mir wirklich zu Füßen, ich Freunde habe, die immer hinter mir stehen werden. Und was willst du da mehr, ohne Witz?
Und auch diese ganzen Dinge, die Probleme, die ich momentan habe, die ich erwähnt habe, die werde ich alle meistern. Die werde ich wirklich alle schaffen. Ich werde alles dafür tun, wirklich, um irgendwann aus dieser Scheiße hier rauszukommen. Um irgendwann mal wirklich eine Familie zu gründen. Und wenn ich irgendwann mal einen Sohn oder eine Tochter habe, oh Gott. Jetzt kommen die Gefühle langsam mit mir durch. Habe ich echt vor, alles anders zu machen. Wirklich, so die Dinge, die bei mir schief gelaufen sind, wirklich, irgendwann mal anders zu machen. Boah, Mann, das ist peinlich, das ist echt peinlich. Jetzt kann ich auch nicht mehr fahren. Ich bin, glaube ich, jetzt zu verwirrt dafür. Aber wenn ich irgendwann mal selber eine Familie gründe, dann will ich genau diese ganzen Dinge, die ich jetzt erwähnt habe, anders machen. Ich will halt echt ein liebevoller Familienvater sein, im Endeffekt, der seiner Familie was bieten kann, der weiterhin seine Freunde hat. Scheiße. Seinen Kindern Aufmerksamkeit schenkt und niemals in diese Situation wie ich komme. Ich gönne das wirklich niemanden, sowas zu durchleben. Ich brauche echt mal einen Moment. Und auch der härteste Typ fällt irgendwann mal. Ich höre jetzt, glaube ich, am besten auf damit. Das wird mir, glaube ich, schon sehr, sehr sentimental hier. Aber ich glaube, ihr könnt das Prinzip verstehen, worauf ich in der Zukunft hinaus will. Auf das komplette Gegenteil von mir so gesehen, von meiner Vergangenheit. Was mir gerade noch so spontan einfällt, es gibt da eine Kollegalein, die ich mir ziemlich zu Herzen genommen habe. Vom Zuhälter Tape 4, von dem Track Winter. Ich kann die gerade nicht genau zitieren, aber die Line geht ungefähr so, dass die Vergangenheit so düster ist, weil die Zukunft so ein strahlendes Licht auf dich wirft. Ich hoffe, ihr könnt die Metapher verstehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich noch zu sagen habe. Danke für diese tolle Zeit auf diesem Kanal. Es werden noch weiterhin Go-Home-Videos kommen und... ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich sagen soll. Wir fahren noch dieses Rennen schnell zu Ende. Das kann man sich mal gönnerisieren hier. Und ich danke jedem, der bis zu diesem Zeitpunkt sich das Video angeschaut hat. Vielleicht ist das doch der ein oder andere, trotz dieser übelsten Länge des Videos. Ich glaube, es werden auch schon Kommentare da sein. Boah, ist das Video lang und sowas, aber es tut mal gut, darüber zu reden. Das hat man vielleicht an meinem Gefühlsausbruch am Ende so mitbekommen. Aber gut, ist halt so. Ich bin auch nur ein Mensch so gesehen und das ist so meine Gefühlslage. Freunde, ich glaube, mehr als Danke kann ich nicht sagen. Ich weiß, keine Ahnung, ich bin jetzt am Ende komplett weg. Länger könnte ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr reden. Ich werde, glaube ich, gleich nochmal dieses Video schneiden, sodass es heute noch pünktlich rauskommt. Sodass vielleicht der ein oder andere sich das Video anschaut und, ja. Mal gucken, auf welchen Platz wir noch kommen. Na, jetzt komme ich mir ein bisschen vor wie damals bei den Let's Plays, wo ich halt nur dieses Gameplay kommentiert habe. Und mehr auch nicht. Scheiße, ey. Naja, Freunde. Vielleicht sieht man sich irgendwann mal auf der Gamescom eventuell. Auf Twitter und Instagram bleibe ich ja weiterhin aktiv. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Beziehungsweise irgendwann mal. Danke für alles. Bye, bye.